So, willkommen zu meiner finalen Videobewertung bzw. meiner Bewertung vom Triple Threat Final Match. Kiwi Boss, Incredible Hulk, der Pastor. Das Triple Threat Finale hat stattgefunden. Drei Leute haben zum aktuellen Standpunkt schon ihre Bewertung abgegeben. Das war also der Crazy O, der Luki, der Romantik, den Mace. Lade ich morgen hoch, mich dann übermorgen, weil der Illegal, also im Inkognito, braucht, glaube ich, noch ein bisschen länger. Der hat immer viel zu tun, sage ich mal. Und Mace möchte, hat, glaube ich, weiß schon, dass der da irgendwie auch ein bisschen sich die Runden dabei angucken will. Dieses Konzept wollte ich auch auffassen, das wollte ich schon immer mal machen. Eher in Livestream-Form, aber weil ich zu dumm bin, Livestreams zu machen, bastel ich das hier alles ein bisschen zusammen. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns jetzt einfach alle drei Runden nochmal an, pausieren immer, sagen was dazu. Und weil wir drei Runden haben, habe ich mir auch gleich drei 5-0er Bier-Export hier hergestellt und versuche jetzt also nebenbei immer schön ein Bierchen zu trinken. Jede Runde ein Bier, wird wahrscheinlich nicht ganz gehen, weil manche Runden sind kürzer als andere. Wir machen aber gleich mal eins auf. Und bis zum Ende des Videos will ich dann aber alle drei auf jeden Fall leer getrunken haben, obwohl die eiskalt sind. Also wird wieder eine kleine Challenge für mich selber. Kann man aber machen. Die Maske stört jetzt schon beim Trinken. Ich bin aber gespannt. Cooler wäre es natürlich gewesen, ich hätte die Runden noch gar nicht geguckt und würde gar nicht wissen, auf was ich mich da einlasse. Und einfach so diesen Überraschungseffekt. Das wäre eine Sache, die ich bei einem weiteren NR-Battle vielleicht einführen würde. Direkt Bewertungsvideos oder Bewertungsstreams, wenn ich Streams bis dahin hinbekomme. Und mir wirklich die Runden das erste Mal live gebe und da meine Meinung dazu sage und die so bewerte auch mit dem ersten Eindruck und dem Analysieren einfach so live dabei. Ist eine coole Sache, wie ich finde. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit der ersten Runde. Ich habe mir hier dieses bei Facebook den Bildschirm rausgesucht, wie ich das Bild hochgeladen habe. Und in der Reihenfolge stehen sie ja dann hier. Boah. Kiwi Boss, der Pastor und die Incredible Hulk. Wir können ja mal kurz hier gucken. Kiwi Boss hat hier 11 Däumchen, der Pastor 14 und die Incredible Hulk gerade mal 5. In der Reihenfolge wollen wir das aber auch abspielen. Der Pastor liegt hier also vorne. Angefangen mit Kiwi Boss. Da hören wir jetzt zuerst rein. Guck mal, was der so gemacht hat. 499 Aufrufe sehe ich hier. 47 Daumen. Wir vergleichen mal kurz mit den anderen. Also 47 Daumen beim Kiwi Boss. 64 beim Pastor. 37 bei die Incredible Hulk. Der liegt also hinten. Der Pastor liegt vorne. Auch mit den Aufrufen liegt der Pastor vorne. Und der Kiwi-Boss auf dem zweiten Platz. Also danach gibt sich nichts. Wenn man nach den Fans jetzt gehen würde, würde also der Pastor Platz 1 sein, Kiwi-Boss Platz 2 und die Incredible Hulk auf Platz 3. Jetzt habe ich aber schon so viel geredet, dass wir jetzt einfach mal die Runde drauf machen und reinhören. Ich kann eigentlich Double Time, aber das zeige ich euch nicht, denn für. Den Anfang fand ich schon mal gut. Schon ganz alleine diesen Einstieg. Ich kann eigentlich. Hat er gut gemacht, kam gut an. Und dann zu sagen, ich kann eigentlich Double Time, aber zeige ich euch nicht. Also dieses. Weiß ich nicht, dieses schon überhebliche, provokante, so nach dem Motto, ja, ich könnte ja, aber nur habe ich keinen Bock, ne, ich muss ja hier gar nicht oder so. Das ist irgendwie so die Art vom Kiwi-Boss, die man natürlich feiert. Ein bisschen dieses überhebliche, arrogante, was er hier auch in der Runde gleich am Anfang schon zeigt. Und eigentlich mit einem lustigen Einstieg die Runde beginnt. Obwohl ich es komisch finde, dass er plötzlich lange Haare hat, aber wird wahrscheinlich wieder mal von einem Stunt-Double im Video dargestellt. Ich kann eigentlich Double Time, aber das zeige ich euch nicht, denn für euch brauche ich die Scheiße halt nicht. Ihr seid wack, okay, wie zu dem Boss, bester Rapper. Ich komme als Troll weiter als ihr, wenn ihr ernst macht. Alk, wenn du grün bist, bedeutet das ja, du bist wütend. Was wiederum bedeutet, du bist in deinen Videos 24-7 auf 180. Ist ein Snickers und 30 mal zusammen, wir haben. Gut, er geht jetzt hier natürlich auf das, also der erste Part scheint wohl direkt gegen Incredible Hulk zu sein. Sagt ja auch das Thema mit dem Grün. Wenn er grün ist, heißt das ja, er ist
wütend, dass er permanent in seinen Runden wütend ist, deswegen mal einen Snickers essen soll. Jetzt aber mal ganz ehrliche Frage. Kommt irgendjemandem es so vor, als wäre Incredible Hulk in irgendeiner Runde von sich wütend? Der rappt eigentlich immer so gechillt, so smooth, dass er einfach alles andere als wütend ist. Also Ramses der Korinthenkacker natürlich wieder. Wir müssen ja trotzdem die Lines zerpflücken, ganz genau drauf gucken, kann man das werden, kann man das nicht werden, sonst was. Also soll natürlich einfach auf dieses Hulk-Image anspielen und der ist ja nur Hulk, wenn er wütend ist, aber Hulk, er ist auch so grün, beziehungsweise ist er ja eigentlich blau und in seinen Runden dann immer smooth drauf. Wütend würde ich den nicht bezeichnen. Finde ich also jetzt nicht ganz so treffend, obwohl es natürlich Gegnerbezug darstellen soll. Trotzdem wütend? Nein, ganz klar nicht. Wer ist denn wütend? Alle sind wütend, aber auf jeden Fall nicht der Alk. Ich anguckt es automatisch Fan, nutze ich sehr Alk und ich hau die Flasche 180. Ist ein Snickers und 30 mal zusammen. Wer mich anguckt es automatisch Fan, nutze ich sehr Alk und ich hau die Flasche weg. Schau dich, was du rappst, falls man das be- Nächstes, was mir auffällt. Er sagt ja auch, wer mich anguckt, ist automatisch Fan. Jetzt das Problem, bei so vielen Runden, die ich mir vom Kiwi-Boss angeguckt habe, wo er selbst in der Runde zu sehen war, wusste ich nicht mal, dass er das selber ist. Anders, und in den anderen Runden war er gar nicht zu sehen, da waren andere Leute dabei, also ich selber könnte gar nicht wissen, wer ist jetzt Kiwi-Boss, wer ist nicht Kiwi-Boss hin und her, über das Aussehen, wenn ich gar nicht weiß, wie der aussieht, weil er sich entweder dubeln lässt oder er versteckt sich in einem Bandana oder einer Maske oder sonst was. Macht er vielleicht nur hier im NHR, außerhalb vielleicht nicht. Aber ich kann das ja nur hier an den NHR-Runden beurteilen. Und das finde ich dann natürlich, klingt gut im ersten Moment, ist aber eigentlich wieder total Schwachsinn. Wer mich sieht, ist automatisch Fan von jemandem, der seine Videos immer von anderen Leuten machen lässt, wo andere Leute zu sehen sind und wenn er selbst zu sehen ist, sich hinter einem Bandana versteckt, hätte er gesagt, wer mich hört, wird automatisch Fan, um zu sagen, dass er einfach so dope ist und so cool rappt und so gut rüberkommt, aber es ging ja hier um das Sehen, aber man sieht ihn ja nicht, also ich kann nicht sagen, wenn ihr mich seht, ne, wenn man mich gar nicht sieht, finde ich also, klingt gut, aber macht eigentlich gar keinen Sinn, keine Ahnung. Auch das mit dem Böse und das mit dem Hin und Her. Trotzdem, guck mal weiter, was noch so kommt. Tote, ich seh Alk und ich hau die Flasche weg. Schau dich, was du rappst, falls man das bei dir so nennt, du Idiot. Battle Rap wird dir von einem Aggressionstrainer empfohlen. Aber der meint. Dann nochmal das Thema mit diesem aggressiven, sonst was. Er hat das natürlich jetzt auf dieses Konzept aufgebaut: mit dem Grün, mit dem Hulk, mit dem Aggressiven, mit dem sich wandeln. Deswegen die Line eigentlich, das wird dir von einem Aggressionstrainer empfohlen, ist eigentlich lustig, wenn man das auf dieses Gimmick aufbauen will. Obwohl ja, wie gesagt, er mir nicht aggressiv rüberkommt. Das erste fand ich eigentlich schwachsinnig. Wenn er das jetzt aber so weiterspinnt, wirkt es trotzdem eigentlich irgendwie nett, dass er so, ist dir von deinem Aggressionstrainer empfohlen, mach doch mal Battle Rap, ne, bevor du hier ausrastest und grün wirst, also. Ja, kann man eigentlich lassen, fand ich gut. Da Capella, du rappst scheiße wie Pastewka und bist auch genauso lustig. Spaß, du hältst es womöglich nicht für nötig, individuell zu sein. Was, mich gibt's nur einmal, dich gibt es dreimal. Prime gibt es auch nur einmal, doch nur weil man so geistig behindert eigentlich gar nicht sein kann. Easy. Fand ich auch gut. Also dieses, mich gibt's nur einmal, dich gibt es dreimal, schön das Video auch mit eingebaut. Vor allem cool zum Beat, die Szene, wo die drei Alks einfach da im Rhythmus mit gewippt haben und dann gleich der Front gegen den Pastor noch, gegen Prime, den gibt's auch nur einmal, aber nur weil nur eine Person alleine so behindert sein kann. Also das war auf jeden Fall cool, das ist sehr gut, das mit dem Aggressionstherapeuten, das mit dem mich gibt's einmal, dich gibt's dreimal und diesem Pastor-Diss noch da rein, kam richtig trocken rüber und richtig genial, also habe ich gefeiert auf jeden Fall. Euch Trottel zu schlagen, Prime gibt es auch nur einmal, doch nur weil man so geistig behindert eigentlich gar nicht sein kann, easy. Euch Trottel zu schlagen, ich mach hier mit, um ein bisschen rumzutrollen und komm ins Finale. Und wenn Alk glaubt, dass ich hier flieg, lach ich ihn aus, ha, der ist ja grün, grün. Und weil Alk Rap technisch der Wackste ist, schick ich ihn nach Hause, den verschollenen Alkoholiker-Sohn der Incredibles. Gut, dass dafür deine Videos so geil sind. Spaß, Marvel-Filme sind scheiße.
Marvel-Filme sind scheiße. Da spalten sich sicherlich auch wieder die Meinungen. Ganz im Allgemeinen müsste man natürlich sagen, Marvel-Filme sind eigentlich Kult. So, wir sind wieder da. Ich habe nur so eine Billig-Version von so einem komischen Screen-Recorder. Der nimmt wahrscheinlich nicht ewig auf. Jetzt muss ich immer zu alles einzeln machen. Auf jeden Fall spalten sich da sicherlich die Meinungen. Marvel-Filme sind ja eigentlich Kult. Also die Marvel-Filme, die sind immer auf Platz 1 in den Kinocharts. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, boah, so Science-Fiction-Kacke und so Superhelden-Zeugs, das kann ich mir nicht antun, kann ich mir nicht geben. Ich zum Beispiel bei vielen Sachen bin ich Fan, gucke ich gerne mir an, als jetzt die Avengers und sowas im Kino waren. Ich habe keinen einzigsten Marvels Avengers-Film geguckt. Als mal einer im Fernsehen war, habe ich kurz reingesappt. Und das war mir einfach so zu viel, diese ganzen komischen Gestalten. Ich gucke gerne mal einen einzelnen Film von Iron Man, von Spider-Man, sowas, keine Ahnung. Aber wenn alle in einem sind, das ist mir so zu viel gewesen einfach nur. Aber hat sicherlich jeder eine andere Meinung. Er natürlich gleich Spaß, Marvel-Filme sind scheiße. Er ist sowieso irgendwie immer so ein bisschen der Pessimist, ne? Aber das ist halt so eine Art. Passt zu seiner Runde, passt zu seiner Aussage, so ein bisschen zu dem, was er mit der Runde rüberbringen will. Aber eigentlich ist das ja nicht korrekt, weil Marvel-Filme, die sind so erfolgreich, die hauen so rein, die Kinokassen, da werden leergeräumt, also oh, wir gucken doch mal weiter, wie es weitergeht. Holika Sohn der Credibles, gut, dass dafür deine Videos so geil sind. Spaß, Marvel-Filme sind scheiße. Mach dich hier nicht wichtig, du Klassenclown. Ich hab mir deinen Film nicht mal angeschaut, der Trailer sah kacke aus. Aber so ein Avengers-Game wäre klasse, dann suche ich mir immer nur Hulk aus und sterbe mit der Absicht. Kiwi Boss, der Freestyle-King. Du hast eine Maske, denn als Psyche musst du anonym bleiben. Und die hast du dir wahrscheinlich von deinem Hartz IV ersteigert, Alter. Nenn dich doch nicht Hulk, wenn du vom Malzbier schon reierst. Doch, deine Texte sind schon geil. Nenn dich doch nicht Alki, wenn du vom Malzbier schon reierst. Oder er hat eine Maske, weil er halt Alkoholiker ist und anonym bleiben will. Ja, das ist sowieso. Irgendjemand, der immer wenn einer irgendeinen Alkoholiker-Gimmick hat oder Image oder so, kommt immer ein anderer und sagt, du kotzt schon nach einem Bier. Fertig. Ist eine Aussage, kann man machen. Hat aber in dem Sinne jetzt keinen tieferen Sinn, also die würde den Gegner jetzt nicht hier nackt ausziehen und bloßstellen. Das ist ein bisschen oberflächlich, könnte man einfach auch gegen jeden sagen, könnte man genauso einfach gegen Promille-Joe dann sagen, ja, nenn ich nicht Promille-Joe, wenn du noch ein Malzbier schon reierst, fertig. Also das könnt ihr eigentlich auf jeden ummünzen, ist ein bisschen oberflächlich gesehen trotzdem. Gucken noch mal weiter. Die haben so viel Gehalt, nenn dich Incredible alkoholfrei. Ich brech bei dir ein, um dich Vogel zu erschrecken. Du bist so Hulk und fängst an, deine Wohnung zu zerdreschen, Killer. Nein. Ja, soll sich Incredible alkoholfrei nennen, weil seine Lines so inhaltslos sind, was ich jetzt auch nicht nachvollziehen kann. Also ich finde Hulk immer richtig gute Lines am Start und hat immer sehr gut überlegte Texte und Punches. Er bricht bei ihm ein, um ihn zu erschrecken, aber er wird wütend und haut seine ganze Wohnung in zwei. Wieder dieses Aggressionsthema auf jeden Fall. Und er hat sich da ein bisschen was überlegt. Fand ich auch cool, diese stumpfe Art, die er da so rübergebracht hat. Ich feiere auch trotzdem noch seinen Stil. Er sagt selbst aber hier, er trollt nur ein bisschen rum, kommt ins Finale. Und ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist, ob der jetzt... Gibt er sich wirklich gar keine Mühe oder ist dem eh alles scheißegal oder macht er eigentlich, will aber so wirken, als wäre das nur alles verkackt. Ich fand ihn auf jeden Fall interessant, er hat gute Runden gemacht bisher, hat mich immer überzeugt, dann hat es mal ein bisschen nachgelassen, dann wieder doch, dann wieder nein. Was mir da jetzt schon auffällt, der Beat, wie kann man nur so einen Beat wählen in der Finalrunde, der hat für mich einfach überhaupt gar kein Feeling, das klingt so richtig behindert, also... Ich weiß nicht. Ich meine, ich fand das cool bei der Runde hier gegen Chaot. Das war cool, das kann man machen, das hat reingehauen. Aber das jetzt in der Finalrunde, wo es um vieles geht, das ist nicht so ernst und nicht so böse, aber das wirkt wirklich komplett, als würde er hier einfach weiter rumtrollen. Selbst im Finale troll ich ein bisschen rum, nehme irgendeinen Hottentotten-Beat und mache einfach nur... Also, ja... Wirkt trotzdem vom Rap her an sich ganz cool, von seinem Style ganz cool und hin und her, aber irgendwo, mir fehlen halt die tiefer gehenden Punches ein bisschen und mir fehlt irgendwo so ein bisschen Feeling. Das hat so eine komische Stimmung, ich glaube,
Da würde ich mir lieber nochmal eine andere Runde von ihm geben, als mir das jetzt 10-mal anzuhören, diesen Part. Aber es geht ja weiter, er hat dann noch einen zweiten Teil in der Runde und zu dem kommen wir natürlich jetzt. Glaube ich, hoffe ich. Wieder mit Stunt-Double gewesen natürlich. Das letzte Video gegen Pothos, das war so genial, das sah richtig gut aus. Da war die ganze Location war dope, der Beat war dope, da die Stimmung dazu, der Rap dazu alles. Das war so meine Lieblingsrunde schon beim ersten Hören. Das hingegen ist wieder so ein bisschen, naja, es wirkt einfach so ein bisschen harmlos. Also hat ein bisschen nachgelassen, sage ich mal, alles irgendwo. Ich meine Primetime, ich meine Prime. Also mir fällt jetzt schon auf, der zweite Beat ist auf jeden Fall besser. Hätte er wahrscheinlich auf dem Beat die ganze Runde gemacht. Richtig coole Runde, aber das erste, das ist ja, wollen wir mal vergleichen. Hier das erste. Das ist ein Was, mich gibt's nur einmal, dich gibt es dreimal. Prime gibt es auch nur einmal, doch nur weil man so geistig behindert eigentlich gar nicht sein kann. Easy, weil ich trottel zu... Es ist an sich lustig, es ist unterhalten, aber ich finde trotzdem, dass... Hat jetzt nicht das Feeling, was ich mir da erwarte. So, aber das ein bisschen so leger, chillig, oldschool mäßig, irgendwie auch ein bisschen funny, keine Ahnung. Hallo Pastor, ich meine Primetime, ich meine Prime, ich meine Promille Joe, ich meine zu wissen, dass du ein übertriebener Spaß bist, Pastor, du behinderter Lappen, ey, yo, ich zeig mich nicht, denn du darfst dir kein Bild von mir machen, für die Hingabe, kriegst du eine Handvoll Schläge, du bist dein ganzes Leben darauf aus, mich anzubeten, ich bring dich hohen Sohn ins Grab, als du hörtest, dass Pastoren niemals Sex haben, war dir die Berufsentscheidung klar, yeah. Ja, da wird er natürlich gefrontet hier. Die haben keinen Sex, also willst du Pastor werden? Was natürlich komisch ist, weil sonst frontet man den Pastor immer damit, dass er Kinder fickt. Und jetzt frontet man ihn damit, dass er ja sowieso noch nie Sex hatte und keinen Sex haben wird im Leben. Und deswegen wird er lieber Pastor, weil die haben ja auch keinen Sex. Aber kann man auslegen, wie man will. Die einen fronten damit, die anderen fronten eben damit. Aber vor allem, ich zeig mich nicht, weil ich möchte nicht, dass du dir ein Bild von mir machst oder so ähnlich. Irgendwas hat er auf jeden Fall gesagt. Beat auf jeden Fall fetzt. Video passt auch besser dazu. Video finde ich besser als das erste Video. Beat finde ich besser als den ersten Beat. Alles finde ich besser als das erste. Sieht schon mal gut aus, auch mit dem dicken, fetten Play-Zeichen hier oben. Das muss man, das ist oldschool, das ist richtig genial. Es ist der Brille zum Rapper, du hast die Möglichkeit zu ficken, aber wichsen ist besser. Ich komme in deine Kirche und bewerf dich mit Koran. Du fragst dich, wieso das, siehst du, ja. Du gibst für deine Videos viel mehr Geld aus, als man hier gewinnen kann. Ich frag, wieso das, du fragst, wieso das, ich so, ja. Ich weiß es nicht, also, es wirkt irgendwie alles richtig genial, so ein bisschen, komm, muss man sich geben, so. Ja, yeah, es ist der Brille zum Rapper. Du hast die Möglichkeit zu ficken, aber wichsen ist besser. Ich komme in deine Kirche und bewerf dich mit Koran. Du fragst dich, wieso das, siehst du, ja. Du gibst für deine Videos viel mehr Geld aus, als man hier gewinnen kann. Allein schon für die Weihrauchfässer als Nebelmaschinenersatz. Hey, you Prime, du bist wack wie ein Spaß. Ich komm, ich schreit Axt und hau dir prompt dein Bein ab. Wobei der Hook, ich hab erst wirklich gedacht, was ist passiert, Mann? Das ist die erste Knurzwarz-Hook, die ich mir geben kann, die richtig dope klingt, nicht so wie sonst. Bis ich gecheckt habe, das ist ja nur Knurzwarz wahrscheinlich im Video und die Hook ist ja eigentlich von Slim Dub. Und ja, Slim Dub, richtig cooler Dude. Warum macht der plötzlich mit hier beim Kiwi-Boss? Hä? Der ist doch Homie vom Incredible Alk, dachte ich immer, auf jeden Fall. Aber ja, vor allem, er gibt mehr Geld aus für Videos, als er hier im Turnier gewinnen kann. Ist faktisch im Prinzip nicht so, weil das macht ja alles der Crazy O für den Pastor und der Crazy O nimmt ja kein Geld. Der macht das ja einfach so aus Nächstenliebe, wie ich das natürlich weiß, aus erster Hand. Trotzdem, der Denkansatz ist da, weil eben ja die Videos vom Pastor so aufwendig sind und hin und her und er da viel reinsteckt und man ja sieht, der Kiwi-Boss gammelt irgendwelche Rotz-Videos hin, beziehungsweise lässt irgendwelche Rotz-Videos hingammeln, die macht er ja meistens nicht mal selber, weil irgendwelche anderen Leute irgendwelches Zeugs dahin machen.
Ist also eigentlich gut gedacht und wieder natürlich ein bisschen übertrieben. Hör nochmal in die Hook, wird aber eh nicht bewertet. Das ist viel mehr Geld aus, als man hier gewinnen kann. Allein schon für die Weihrauchfässer als Nebelmaschinenersatz. Hey, ihr Prime, du bist wack wie ein Spaß. Ich komm, ich streit Axt und hau dir prompt dein Bein ab. DUB und Kiwi-Boss sind dope, aber du und deine Brille, yo, sehr schwul. Dicker Pastor, du kriegst Himmel in das Ohr und bist dann geknickt wie ein Rohr. Bitch, du bist echt nicht so cool wie dein hässlicher Hut und deine Dreckslappen-Crew sieht perfekt aus wie du. Dank deiner Predigten lese ich Bibel und fick täglich deine Mutter. Nächstenliebe, hol danach den Koran raus und klatsch die Fotze. Wenn du mal mit der Fix dann nur um an die an Kinder ranzukommen. Du rappst, seit es Socken gibt, wie toll für dich. Du machst dein Leben lang. Ich raff's nicht. Das erste Bier ist auf jeden Fall schon leer. Jetzt kommt er wieder an mit, wenn du mal Mütter fickst, dann nur um an deren Kinder ranzukommen. Also das ist doch genau das Thema, was ich vorhin hatte. Erst heißt es, als du gehört hast, dass Pastoren niemals Sex haben, war deine Berufswahl klar. Wir machen nebenbei mal das zweite Bier auf. Es wird also damit gefrontet, dass er ja niemals Sex hat und deswegen Pastor geworden ist. Wo ich noch gesagt habe, erst heißt es immer, Pastoren sind Kinderficker. Und jetzt plötzlich geht es um das Thema Kinderficken. Ja, was denn nun? Fickt er jetzt nun Kinder oder hat er gar keinen Sex? Also, dann passt er wieder mal vorne und hinten nicht, Junge, hier. Ein Rohr. Bitch, du bist echt nicht so cool wie dein hässlicher Hut und deine Dreckslappen-Crew sieht perfekt aus wie du. Dank deiner Predigten lese ich Bibel und fick täglich deine Mutter. Nächstenliebe, hol danach den Koran raus und klatsch die Fotze. Wenn du mal mit der Fix dann nur um an die an Kinder ranzukommen. Du rappst, seit es Socken gibt, wie toll für dich. Du machst dein Leben lang Hip-Hop und jetzt, wo du endlich die Chance hast, das erste Mal was zu gewinnen, bist du Spast von einem Troll gefickt. Ich kann lediglich nur eines an dir leiden, nämlich dass dank dir keine Österreicher mehr dabei sind. Aber abgesehen davon bist du eigentlich nur peinlich, Alter. Hip-Hop ist dein Leben, aber dein Leben ist scheiße. Was für Prime, hä? Geh dich mal ficken, Alter. Du bist so Primetime wie Frühstücksfernsehen um 08:15. Du lebst für dein Glauben, jetzt ist die Zeit gekommen, in der du für ihn sterben darfst. Nimm dir dein Leben, wert ein Meer. Tyra! Ja. Also ich finde die Runde hat nach hinten eigentlich Bock gemacht, hat immer mehr aufgebaut. Irgendwie ist mir hinten raus aber irgendwie nicht mehr so viel vom Text hängen geblieben. Klar, natürlich dieses Hip-Hop ist daneben, aber daneben ist scheiße und so weiter. Und ja, jetzt bist du endlich im Finale und dann hofft er hier was zu reißen und wird dabei jetzt von einem Troll zerstört. Also ja, sind trotzdem meiner Meinung nach alles irgendwie ein paar oberflächliche Aussagen, die jetzt nicht so tief sitzen oder so ficken. Trotzdem aber für die lustige Slim-Dub-Hook und für die coole Beatwahl im zweiten Part und weil er mich immer an James Bondage erinnert von seiner Stimme und Rap-Art irgendwoher, kriegt er hier trotzdem erstmal ein Like. Hat sich trotzdem Mühe gegeben, hat ja auch gesagt, wie er meinte, dass er in 4 Tagen dann alles hingerotzt hat, weil er einfach total im Zeitmangel, Stress, sonst wie war. Also Props gehen raus dafür, ne? Andere hätten wahrscheinlich gar nichts gemacht, er hat ja noch was gemacht. Ist irgendwie im ersten Teil merkwürdig, aber hat ein paar gute Ansätze da gegen Alk. Wechselt dann, nimmt ein bisschen Fahrt auf, gefällt mir im zweiten Teil besser gegen Pastor. Ein paar Unstimmigkeiten, aber mit einer coolen Gasthook dabei. Video, naja, da wieder von jemand anderes. Das zweite weiß ich nicht mal, was das ist. Wahrscheinlich auch wieder von irgendjemandem, keine Ahnung. Und also ist okay. Aber ich fand immer noch andere Runden von ihm vorher besser. Das ist ja das irgendwie. Man soll ja eigentlich nicht vergleichen. Ist ja egal. Selbst wenn er bisher bessere Runden hatte, kommt es jetzt darauf an. Also so ganz vom Hocker bin ich nicht gerissen. War okay. War aber in dem Sinne jetzt auch nichts Besonderes. Trotzdem hat er irgendwie seine Art und Weise beibehalten. Und ja, wir schließen den mal. Gehen mal rüber auf den nächsten, nämlich auf den Pastor. Der die meisten Likes hat, ne? Und den meisten anderen Schlups. Wir gönnen uns noch einen Schluck und schauen mal auf den Pastor.
der Pastor. Seit dem ersten NR-Battle hat er das NR begleitet. Als sein Primetime-Image oder als sein Promille-Image, die Runden gegen Casper, die Runden da gegen Undercover. Ja, was hat er da auf die Scheiße gehauen gegen D-Nice, legendär, die Videos, der Rap, alles. Jetzt auch als der Pastor kam er rein, wieder mit einem neuen Gimmick. Hat wieder eine ganz andere Richtung gemacht, hat einen ganz anderen Style aufgefahren. Aber auch gezeigt, dass er sehr facettenreich ist. Das ist ein Typ, viele hassen ihn, viele lieben ihn. Ich finde ihn einfach übelst korrekt. Auch wenn er manchmal schwierig ist und wenn viele sagen, das ist voll der Assi. Er ist trotzdem einfach ein guter Rapper, das muss man ihm anerkennen. Er hat was erreicht, er hat Dinge gemacht, die noch keiner, die sich andere nicht mal trauen würden. Und er hat seine Anhänger, er hat seine Fans, er hat was drauf, er hat Skills, das ist alles. Habt ihr auch einen Anhänger? Schreibt's mal in die Kommentare, ne? Peace out, Vorhalt. Oh, jetzt habe ich die ganze Stimmung kaputt gemacht. Wollen wir es nochmal hören? Nein, wir machen jetzt einfach weiter. Also nicht abspenstig machen, kritikfähig ist nur eine andere Sache. Kann er manchmal ein Ekelpaket werden, kann ja sein. Kritikfähig, da kann er manchmal ein Ekelpaket werden. Ha, keiner wollte es wahrhaben. Was man jetzt schon sagen kann, die sind ja so richtig auf die 7 Minuten 50 Runde, richtig fett, das wird ein Brett, sonst was. Wenn man davon absieht, dass das Intro ja schon wieder über eine Minute geht, eineinhalb Minuten, dann ist die Runde ja gar nicht so lang. Dann ist die Runde nämlich nur 6 Minuten statt 7 Minuten 50 in dem Sinne. Deswegen, das muss man ja auch mal berücksichtigen. Aber ist ja Finale, da will man sich ja was Besonderes einfallen lassen, da will man Stimmung machen, da will man nochmal... Ne? Alles ins rechte Licht rücken. Aber ist er einfach nur, weil er enttäuscht ist, weil er so ein Feuer in sich trägt und mit Feuer und Flamme dabei ist und einfach was reisen will. Der will einfach sich beweisen, der hat Blut gelenkt. Also lasst ihn einfach machen, ich finde es genial. Ich erzähle es mal wieder cool, wenn er dabei ist, das NR ohne den Pastor, ohne Promille Joe, ohne Primetime, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Das NHR ohne den Pastor, ohne Primetime, ohne Promille Joe kann man sich gar nicht vorstellen. Er hat ja nun als Promille Joe mal mitgemacht, als Primetime mal mitgemacht, er hat als der Pastor mitgemacht. Wobei ich sagen muss, als Promille Joe aufgefallen das erste Mal, kam rein, 2014 gleich, keiner, also ich habe ihn nicht gekannt, hat hier für Stimmung gesorgt. Dann hat er es nächstes Jahr nochmal als Promille Joe. Da fand ich, hat er nicht an seine alten Stärken anknüpfen können. Kam dann mal zurück als Prime. Da hat er richtig auf die Kacke gehauen mit seinem eigentlichen, was er nun ist und verkörpert. Da hat er auch eine ganz andere Richtung angestrebt. War einfach ganz anders drauf, hat sich ganz anders gegeben. Also das war ein Schritt in die richtige Richtung. Dann kam er wieder zurück als Promille Joe. Aber diesmal... um nicht extrem Party zu machen, sondern extrem auf die Kacke zu hauen, wie es ein Prime macht. Eine Kombination also aus Prime und Promille Joe. So aussehen wie Promille Joe, aber trotzdem so Punches verteilen und so abgehen und rappen wie Prime. Das war richtig genial. Dieses Jahr kam er dann als der Pastor. Und am Anfang, es war okay, aber ich fand es nicht so stark wie andere Sachen, die er sonst so gezeigt hat. Dann hat er andere Runden gemacht. Dann war es okay, dann hat er sein Pastor-Gimmick ein bisschen mit dem Promille-Gimmick vermischt, gerade bei der Runde gegen Suwort. Dann habe ich gedacht, wow, jetzt hat er also wieder so eine Vermischung gemacht, wie er damals dann Promille-Joe, der alleine nicht funktioniert hat und erst mit Prime zusammen funktioniert hat, hat der Pastor auch nicht alleine funktioniert, bis er dann Pastor und Promille-Joe zusammen als eins genommen hat. Und ja... Die Runde gegen Suwort, die war für mich so genial, die war für mich im Prinzip finalwürdig. Also so ein Ding, das war ein rundes Ding, das konnte ich mir endlos anhören. Video hat gepasst, Beat hat gepasst, die Punches, der Inhalt, da war Witz, Unterhaltung, Humor, alles dabei, Gegnerbezug. Das war richtig genial. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt gewesen, was er im Finale gemacht hat, weil hier will er nochmal einen draufsetzen, nochmal alles rausholen. Merkt man auch an dem Undertaker-Intro. Wie das eben abgeht, wie das Stimmung aufbaut. Jetzt geschieht es, Alter. Ihr könnt nichts dagegen machen. Ich also trotzdem einer der krassesten Teilnehmer beim NR in all den Jahren. Der Pastor. Die Pipi, im Gegensatz zu anderen in der Nacht jagenden Vögeln, sind seine Augen unterentwickelt. Er ist fast blind. Metal.
Warum? Nein! Die Welt hasst mich. Ich verstehe es nicht. Es war wie bei Elijah beim Herrn Wutz, ne? Kennt ihr doch Elijah Wutz? Der hat Runden gemacht, die haben mir gut gefallen. Er hat Runden gemacht, die haben mir nicht gut gefallen. Dann hat er Runden gemacht, die haben mir gut gefallen. Dann hat er Runden gemacht, die haben mir gut gefallen, nicht gut gefallen, hin und her, keine Ahnung. Ach, die Aufnahme hat schon wieder unterbrochen, jetzt bin ich wieder komplett raus. Und dann im letzten Mal hat Elijah dann auch so ein Rock-Beat genommen, so einen Metal-Beat, was mir überhaupt nicht getaugt hat und ich so komplett gesagt habe, warum macht das doch nicht, boah, das ist überhaupt nicht meins. Ich meine, es gibt Leute, die feiern das, aber ich kann damit einfach wirklich überhaupt gar nichts anfangen. Und was macht der Pastor? Der Pastor, der erst diese coole Schiene mit Promille-Joe-Ansätzen genommen hat und richtig chillig abgegangen ist, was wirklich mich erreicht hat, geht dann zu einer Kollega-Verschnittversion, die mich überhaupt nicht erreicht hat. Ich denke, er kommt jetzt wieder zurück, weil er schon gemerkt hat, dass das nicht das Gelbe vom Ei war, um halt überall gut anzukommen. Und jetzt macht er einfach einen auf Metal. Ich verstehe es nicht. Also Beat kann ich jetzt schon sagen, überhaupt nicht mein Geschmack. Und wir gucken mal, was er aber inhaltlich zu sagen hat. In der Nacht jagen mit Vögeln, sind seine Augen unterentwickelt. Er ist fast blind. Ja, er nennt sich Kiwi-Boss, aber ist im Prinzip eine Lauchzwiebel, was wohl zurückzuführen ist auf die schmälerne Statur vom Extraherb, weil ja Kiwi-Boss extra herb zu sein scheint und die da ein bisschen recherchiert haben. Kann man lassen, ist mit dem Namen so Kiwi, Boss, aber Lauch, Zwiebel, um zum Vergleich das so darzustellen. Ja. Und jetzt rate mal, was hat er denn zum Frühstück so gekriegt? Von zum Gottesdienst und nicht demolieren mit Faustköcheln. Kiwi-Boss, ich kann man easy albieren und auslöffeln. Egal ob... Ja, Kiwi-Boss, ne? Das kann man easy halbieren und auslöffeln. Ist das jetzt ein richtig genialer Punch? Oder ist es eigentlich Quatsch? Ich weiß nicht. Eine Kiwi, klar, die kannst du halbieren, die kannst du auslöffeln, aber wie willst du denn deinen Gegner in dem Sinne halbieren und auslöffeln? Du willst ihn mit Worten halbieren? Was ist dann aber das Auslöffeln dabei? Oder... Keine Ahnung, also das ist hier kein Splatter-Rap, sonst was, also ist halt wieder eine Line, die geht komplett auf die Frucht, aber hat in dem Sinne in Bezug auf den Rapper eigentlich keinen Sinn, würde ich mal sagen. Und jetzt rate mal, was hat er denn zum Frühstück so gekriegt? Von zum Gottesdienst und nicht demolieren mit Faustköcheln. Kiwi-Boss, dich kann man easy albieren und auslöffeln. Egal ob Antichrist oder die an Gott glauben, Kiwi gehört nicht ins Finale, in den Kompasthaufen. Kiwi gehört nicht ins Finale, sondern in den Komposthaufen. Richtig genial, also die Line feiere ich auf jeden Fall. Die kann man so stehen lassen, die war gut. Da nehme ich nochmal einen extra Schluck. Und nicht demolieren mit Faustköcheln. Kiwi-Boss, dich kann man easy albieren und auslöffeln. Egal ob Antichrist oder die an Gott glauben. Kiwi gehört nicht ins Finale, in den Komposthaufen. Hoffe, du lieferst ab wie in den ersten Runden. Sonst bist du mies am Arsch und aus dem Netz verschwunden. Das, genau das, was ich, habe ich doch eben noch gesagt. Ich hoffe, du lieferst ab, wie in den ersten Runden. Denn genau das war ja der Punkt, in den ersten Runden Kiwi-Boss überzeugend, stark, sonst was. Und danach hat er nur noch komische Sachen gemacht, die mich jetzt nicht mehr erreicht haben. Obwohl, warum hofft der Pastor eigentlich, dass der Gegner abliefert? Weil, wenn der Gegner jetzt wie in den ersten Runden auftritt, hat der Pastor ja eigentlich schlechte Karten, ne? Da ist wohl jemand Borderliner und fügt sich selbst gern Schaden zu und lässt sich quälen. Aber gut, der Kiwi-Boss hat nicht wie in den ersten Runden abgeliefert, aber auch nicht so wie in den letzten Runden und trotz seines Zeitmangels noch etwas Angenehmes auf die Beine gestellt, sage ich mal.
und hat auf jeden Fall mit dem zweiten Part einiges gut gemacht. Während der Pastor hier einfach auf einem Metal Beat rumhüpft. Aber die Runde ist ja noch nicht vorbei. Wenn der Kiwi passt in allen Battle-Runden, bitte keine Feature-Parts von deinem besten Kumpel. Bitte keine Feature-Parts von deinem besten Kumpel, genau. Das wollen wir nicht sehen. Hol dir lieber Slim Dub in die Hook, ne? Den wollen wir gerne sehen. Da kann der Knurzi den ja im Video performen. Aber dieses ständige das will ja keiner mehr hören. Weil ich hab's ja eh nicht gerafft. Ich bin ja dumm wie Scheiße und deswegen, ja, lieber mal was anderes und dann haben wir das schon. Zu schauen war kein schönes Gefühl, es sei auch von der Pastor, der mit Rubies und unten schläft. Du kommst in den Mixer, bist mein Smoothie für unterwegs. Mit deinem Bandana machst du einen auf Crack Dealer, doch darunter siehst du aus wie einer meiner Messdiener. Deine Schale ist doch weich. Ja, das auch. Jetzt sieht man auch deutlich die Lauchzwiebel wieder, weil er hat ihn ja jetzt gezeigt. Mit deinem Bandana machst du einen auf Crack Dealer, darunter siehst du aus wie einer meiner Messdiener. Ist eigentlich auch eine gute Line. Passt doch hier in seinem Mantel, der wirklich aussieht, auch da wie der Undertaker. Also das ist mit dem Intro eigentlich cool gemacht, auch mit dem Ramses-Gelaber im Hintergrund so. Und jetzt stellt er ihn unter sich, du siehst aus wie einer meiner Messdiener. Wirkt, wenn man den Pastor so sieht, der Pastor einfach richtig episch und brutal. Und dann diese kleine Lauchzwiebel dagegen, also das wirkt schon ein bisschen lappenhaft. Und ja, deswegen trage ich ja eine Sturmmaske. Damit man nicht sieht, dass ich ein ganzer Sack voll Lauchzwiebeln bin. Scheiß ne Fließdecke, hier ist der einzige von euch, der es verdient. Es ist Pastor, an einer Welt zum Tatort. Kommst von der Islamokant, deine Kiemotaten sind unangefehlt. Du bist so abfall, weil du nicht weinst, dass ich bist. Ihr wollt gewinnen, aber heute nicht der Wichser. Was bist du denn schon, mein Pastor, schon ein Teufel ausgekickt hat, ey? Fick diesen Mike und diesen Kiemi-Boss, was incredible like, du bist ein incredible Hurensohn. Also erstmal habe ich mein zweites Bier schon leer, warum auch immer, obwohl die zweite Runde ist ja drauf, kann man das ja machen. Ich mache mir erstmal das dritte auf und zweitens freuen wir uns natürlich, dass Suwort hier dabei ist, damit hätte man ja gar nicht gerechnet. Leider, Suwort ja raus, der Pastor ist schuld, weil der Pastor mit seiner finalwürdigen Runde Suwort rausgeschmissen hat. Jetzt packt er Suwort in die Hook, was natürlich ein feiner Move ist, aber ich habe einfach kein Wort verstanden. Ich weiß es nicht. Ich habe schon extra beim Hören, ich habe hier den Bass komplett ausgestellt, dass das nicht dröhnt, dass das keinen Bums macht, dass das einfach so klar und deutlich, wie es nur geht, rüberkommt alles. Aber ich verstehe kein Wort, was Suwort da gesagt hat. Ich habe auch, weil die Beschreibung vom Pastor so lang war, musste ich Teile von dem Text, von der Beschreibung weglassen, alle Links zu den Gästen, also zu den ganzen Leuten, die in den Videos zu sehen waren am Ende. Alle Texte von den Gasthooks musste ich auch rausschreiben. Ich kann es also auch nicht nachlesen jetzt in dem Moment. Und ich habe wirklich kein Wort verstanden, keine Ahnung. Wenn ihr was verstanden habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ist aber auch egal, wird ja eh nicht bewertet. Trotzdem, Grüße gehen raus an Suwort. Schön, dass du dabei bist. Deswegen gönnen wir uns jetzt nochmal die Suwort-Hook, bei der ich einfach nichts gerafft habe. Schale ist doch weicher als ne Fließdecke. Hier ist der einzige von euch, der es verdient. Es ist Pastor, an einer Welt zum Tatort. Kommst von der Islamokant, deine Kiemotaten sind unangefehlt. Du bist so abfall, weil du nicht weinst, dass ich bist. Ihr wollt gewinnen, aber heute nicht der Wichser. Was bist du denn schon, mein Pastor, schon ein Teufel ausgekickt hat, ey? Fick diesen Mike und diesen Kiemi-Boss, was incredible like. Du bist ein incredible Hurensohn. Ach so, gut, das war jetzt eh schon der erste Part. Also, der erste Part gegen Kiwi Boss ist vorbei. Und, ja, was will ich sagen? Keine Ahnung. Also, Beat hat mir überhaupt nicht gefallen. Gasthook habe ich kein Wort verstanden. Video war okay. Und das ist das, was mir gerade im Kopf rumgeht, ne? Weil ich denke, dass, weiß ich nicht, was ist mir denn hängen geblieben? Eigentlich nicht so viel, halt so. Das mit dem Komposthaufen, okay.
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss einfach weiter gucken. Es ist schwer zu sagen. Also, das ist, selbst wenn ich immer da gesessen habe und habe ewig lang diese ganzen Texte geschrieben, ich musste mir manche Parts einfach 10-mal angucken, dass ich wirklich 2, 3 Lines finde, um die dann wiederzugeben und dann einen Gesamteindruck zu geben, auch von der Runde. Aber ich habe jetzt schon gesagt, dass für mich das Feeling jetzt nicht so da war, weil mir der Beat einfach überhaupt nicht zugesagt hat. Aber egal, wir gucken einfach mal weiter, wie es weitergeht. Vielleicht wird es ja noch besser. Denn jetzt kommt Apocalypse. Das macht auf jeden Fall Bock, das macht Stimmung, dafür gebe ich erstmal hier ein Like, ne? 65 hat er jetzt, super. Und das meine ich, das ist so ein Unterschied, in der letzten Runde so mit seinem Pastor Promille Gimmick, diese Vermischung, hat super funktioniert, hat mir richtig gut gefallen, auch mit Alko dabei und so in der Hook. Jetzt dieses Heavy Metal Pastor, war überhaupt nicht so mein Ding, keine Ahnung, habe ich auch nicht viel rausgehört. Jetzt hier Promille Joe in the Disco, Alter, richtig genial, das ist was Ansehnliches, das kann man mal machen. Und der ist ja eh, der ist so selbstbewusst immer, also der rennt hier rum durch Hildburghausen und dann geht er hin und fasst der Babysitterin an die Kös, wie Homer Simpson sozusagen. Das war zwar keine Babysitterin, aber... Nein, aber auf jeden Fall das Promille Joe, wie man ihn kennt, ne? Jetzt bin ich im Finale, obwohl es jeder nicht wollte, dass du ein Hurensohn bist, war keine Pädiagnose. Was für ein Credible-Act, bist auf chemischen Drogen, ein anzunehmender Gegner, wäre Leberzirrhose. Gut, also ganz chillig natürlich, als Promille Joe macht er dann den Part gegen Incredible Hulk. Tut im Prinzip den Gegner so ein bisschen runterdrücken, sagt auch, ein ernstzunehmender Gegner wäre eine Leberzirrhose, also er sieht in Incredible Hulk keinen Gegner. Und ja, obwohl der eigentlich ein Gegner ist, weil er ist eigentlich relativ stark, gerade auch inhaltlich, und von den Punches hat er bisher immer gut abgeräumt. Aber der Promille Joe, der nimmt einfach sein Bier und tanzt und freut sich einfach, dass er gute Laune hat. Sich ins Koma, dabei ist es nur so, da battletechnisch ist das Absinth gegen Mixery Cola. Du säufst dich ins Koma, dabei ist es nur so, da Battle Rap technisch Mixery Cola, also. Ja. Kann man lassen, ist schon okay. Grün unter den Ohren, kein bisschen verrückt. Bruce Banner rief mich an, er hätte gern sein Image zurück. Es spielt keine wichtige Rolle, als wäre das King of Queensboro. Die Maske allein macht dich nicht zu Lou für Rick. Hab dir Getränke gemotzt, das ist dein Ende, du Schmock. Apropos Ende, kennst du den noch? Oh. Hallo mein Freund, Incredible Life. Wie schön, dass wir uns wiedersehen. Also der Alk, der Alko, der hat mir schon in der Runde gegen Suvort richtig gut gefallen, ne? Oder wie Romantik auch gesagt hat, der Axel Stein, richtig genial, das wusste ich auch so, feiern der Axel Stein einfach nur, Alter, gebt euch Axel Stein in der Runde vom Pastor, den habe ich gefeiert, den fand ich richtig cool, jetzt auch hier, so cool zum Beat, passend einfach nur, wir gucken uns das gleich noch an. Kennst du den noch? Oh. Hallo mein Freund, Incredible Like, wie schön, dass wir uns wiedersehen. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt bei irgendeinem Turnier auch nur die erste Runde überstehst. Wir sind stolz auf dich, du hast mein heftige Rhymes, dafür klingst du wie eine hässliche Lesbe. Mike, Ike und Promille Joe, wir sind die letzten.
dann zu Bett, dann solltest du mal lieber arbeiten. Ja, genau. Hallo, mein Freund, Incredible Light. Wie schön, dass wir uns wiedersehen. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt bei irgendeinem Turnier auch nur die erste Runde überstehst. Wir sind stolz auf dich, du hast mein Kevin geweint. Dafür klingst du wie eine hässliche Lesbe am Mike. Wohl wieder mal so eine bedauernswerte Lebensentscheidung. Das kann ich untermauern auf jeden Fall, also unterstreichen. Aber was zum Teufel? Ich muss wirklich sagen, die Hook von Alko war im Prinzip der ganze zweite Part, oder? Also, es ist schon vorbei jetzt und ihr habt die Hook gehört. Kurz geredet, dann kam die Hook nochmal in der Wiederholung und die hat übelst Bock gemacht, die hat übelst Stimmung verbreitet auf jeden Fall. Und ich glaube, die Biers schlagen auch an oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig nice, Alko, also wenn der mal das in der R mitmachen möchte, ne, weil hier wird unfair bewertet und wir sind alle Spasten, aber vielleicht hat er ja trotzdem Bock mal mitzumachen, das würde ich auf jeden Fall übelst feiern. Junge! Und, aber was war mit Promille Joe los, Mann? Irgendwie, der erste Teil, der hat sich so ein bisschen erstreckt wenigstens und hat dem Kiwi-Boss so ein bisschen wenigstens wirklich was mitgegeben, aber der zweite Teil gegen Incredible Alk, der, weiß ich nicht, der, ich will nicht sagen, der war inhaltslos, aber ich habe inhaltlich jetzt eigentlich halt wirklich nichts gefunden, wo ich sagen kann, yo, dem hast du jetzt gegeben, ne? Also irgendwie, es ist ja schön, dass er jetzt den ersten Part als der Pastor gemacht hat und den zweiten Part als Promille Joe und wie ihr schon alle wissen, die Runde gesehen haben, den dritten Part dann als Prime macht, aber irgendwie dieser Promille Part, der hat aus Battle-Rap-Sicht eigentlich überhaupt keine Wirkung gehabt. Also den hätte er auch komplett weglassen können und die Runde hätte wahrscheinlich die gleiche Wertigkeit. Das ist einfach nur auf Unterhaltung ausgelegt, aber ohne zu sehen, ich habe ja einen Gegner, den ich bekämpfen muss, einen Gegner, den ich battlen muss, durch den Kakao ziehen muss. Und das ist sehr schade, weil gerade gegen Suwort hat er mit seinem Promille-Out-Image und mit diesem ganzen Gimmick drumherum, hin und her, sonst was, den Beats, dieser lockeren Atmosphäre, diese lockeren Art, hat er so ein Brett auf die Beine gestellt, was finalwürdig war. Hier kommt Promille Joe, macht ein bisschen irgendwas und dann ist schon vorbei. Und dann kommt Alko und hier reißt die Hütte ab, auf jeden Fall. Aber irgendwie hat Promille Joe hier, naja, nichts gemacht sozusagen. Da hat der Pastor gegen Kiwi Boss noch mehr geliefert als der Promille Joe gegen den Incredible Alk. Schade. Das klingt ja alles gut, das klingt ja alles schön und gut, aber hat in dem Sinne keinen Inhalt. Und das andere, das klingt nicht gut, aber das hatte wenigstens ein bisschen Inhalt und so. Also das ist sehr kompliziert, was der da macht. Aber es geht ja natürlich noch weiter und deswegen, man baut ja die Runde mehr auf von kein Hörgenuss zu Hörgenuss zu totale Eskalation. Das weiß ich ja schon, ne? Weil ich weiß halt alles. Deswegen hören wir da auch mal rein jetzt, wie es jetzt, Junge, halt dich fest, wie es jetzt weitergeht. So, schon an der Stelle boah, guck mal, wie rot das jetzt ist hier. Richtig genial. Schon an der Stelle muss ich Pause machen und sagen, warum zum Teufel? Ihr habt euch noch drüber lustig gemacht, so nach dem Motto, wir wollten so einen Skit einbauen erst, dass der Ramses dann so, ja, hättest du nur so wie den dritten Part gemacht, dann hättest du auch meinen Punkt gekriegt. Und ihr meint das so scherzhafterweise und sagt einfach so, ja, hätten wir das alles so gemacht wie im dritten Part, dann wäre das alles richtig dope, durchweggehend und
Genau das war einfach mein Eindruck. Ich sehe das jetzt, ich sehe dieses böse, feuerrote Video, ich sehe Prime steht da, der es sowieso am meisten drauf hat, weil der einfach in die Fresse geht, weil das einfach Battle Rapper durch und durch ist. Keine Ahnung. Es hat mich so umgehauen, als ich den dritten Part gehört habe, als ich das Ende der Runde gehört habe. Das war das Beste, was ich je von Primetime gehört habe. Das Beste, was ich je von Pastor, Promille Joe, Andreas Schulmann, wie auch immer, keine Ahnung, gehört habe. Und guckt euch das an, Alter. Lasst euch das wirklich auf der Zunge zergehen. Deine Maske ist weg. Was sich dahinter verbirgt, Romantik und Wack. Schnuffi und Eliza stehen auf Kiwis. Fruchtfleisch ist ja fast wie Saarland. Inzest im Dunstkreis. Kiwi-Boss, du siehst wie ein Zierkürbis aus. Komm her, ich schmeiß dir Prügel raus. Das Turnier löst dich auf wie Correga Tat. Was zu fern ist. Das wird noch das Kollega-Judge. Jetzt steh ich im Finale mit irgendwelchen Lackaffen. Wär ich die McFly-Fan, würde ich mich abfacken. Die fragen sich, wieso was im Finale ist. Sie wird gar nicht hier. Hätten die mal ihre Parts gekickt. Ich muss noch mal kurz ausdrehen, also zur Tür raus, weil das nächste Bier war leider leer. Und passend, weil das Video so rot ist, müssen wir uns noch die nächste rote Dose aufmachen und check das noch mal aus, wenn es anfängt. Wie genial das ist, wie die Stimmung, wie die ganze Atmosphäre einfach wechselt, wie ihr so gerade so denkt noch, yeah. Bisschen so Disco, richtig cool, und dann auf einmal Boom, Alter, in die Fresse, Alter, zieht dir das rein. Das war ja dann wohl wieder mal so eine bedauernswerte Lebensentscheidung. Schon die Aussage alleine, um euch alle zu triggern, muss ich eines nur sagen: Prime im Finale. Wie viele Leute haben den gehatet? Wie viele Leute haben den niedergemacht, nicht an ihn geglaubt, ihn als Meme abgestempelt, sonst was sich über ihn lustig gemacht? Und er lebt wirklich Hip-Hop, also das ist. Der ist Rapper durch und durch, der ist so dabei mit allem, was er hat. Keine Ahnung. Und ich hätte mir so gewünscht, einfach, dass das der Anfang der Runde ist. Es fängt so ein richtig fetter, doper Beat an. Es ist so ein krasses, böses Video. Er kommt an, vielleicht mit der Pastorkutte, zieht die Runde und sagt Prime im Finale. Und er ist ja dieselbe Person. Und er fängt an, Alter, und der zerreißt einfach jeden, der da kommt, mit dieser Stimmung, mit diesem Beat, so böse und ernsthaft. Oh, warum? Warum? Warum ist das Bier so kalt? Nein, aber ich verstehe es nicht. Das hat so viel Potenzial gehabt und wir sind jetzt bei fast 6 Minuten. Und dann fängt die Runde an zu ficken und ich denke mir, nein! Es heißt, es ist nur noch ein kleines Stück. Warum? Gebt euch das doch einfach mal. Verdiente Finale zu sein, ja, ich bin. Da war James Bondage, ich raste aus. Ich kann nicht mehr. Nochmal zurück. Vor allem, was die für Leute da reingeholt haben, Alter. Die haben sogar einen Iswo angeschrieben und der Iswo, der hat nichts gemacht. Die dumme Sau, da könnt ihr kotzen einfach nur. Das gute 500 Dosen Bier hier auf den Tisch brechen, Alter, weil der Iswo nichts gemacht hat. Hauptsache, der Erwin ist dabei. Da könnt ihr kotzen einfach nur. Grüße gehen raus an Erwin. Servus, moin, servus, genau, du weißt Bescheid auf jeden Fall. Aber check doch einfach mal dieses Finale, diesen dritten finalen Part im Primetime-Video. Die Lebensentscheidung.
zu triggern, muss ich eines nur sagen. Prime im Finale. Ich habe es verdient, im Finale zu sein. Ja, ich bin schizophren, ich vereine alle in einem. Ich vereine alle in einem. Das ist ja das Ding, weil der ja wirklich versucht hat, ich mach eins auf der Pastor, ich mach einen auf Promille Joe und dann komm ich an und bin der Prime. Was geht ab, Bruder, ich vereine alle in einem. Aber wenn du doch weißt, dass Prime dein stärkstes Gimmick ist, Mann, warum gibst du den zwei anderen so viel Screentime? Wieso kommst du nicht an mit deinem Prime? Dir hätte die Freiheit zugestanden, die ganze Runde komplett als Prime zu machen. Du hättest 7 Minuten lang als Prime rappen können, weil du bist ja dieselbe Person. Das ist ja alles wurscht. Es gibt ja auch Leute, die drehen gegen den Kiwi-Boss an und betteln extra herb, weil die wissen, dass Kiwi-Boss extra herb ist. Dir hättest zugestanden, 7 Minuten lang als Primetime aufzutreten und Mütter zu ficken, Kinder zu ficken, alles zu ficken, den Beat zu ficken, sonst was, aber erst kommt der Death Metaler, dann kommt der Partygänger, alles so ein bisschen so lala und inhaltslos und dann kommt er an und dann macht er auf einmal ernst. Ich kann nicht mehr. Trigger muss ich eines nur sagen. Prime im Finale. Ich habe es verdient, im Finale zu sein. Ja, ich bin schizophren, ich vereine alle in einem. Überraschungseffekt. Deine Maske ist weg. Was sich dahinter verbirgt, Romantik in Wack. Romantik in Wack. Das sowieso, seitdem damals die Qualifikation reinkam vom Incredible Alk, habe ich immer gesagt, der erinnert mich irgendwie an Romantik, Mann. Als Romantik damals seine Qualifikation eingesendet hat und mit der Oliver Kahn-Maske darum gesteppt ist. Das war so, oh, ein Maskenrapper, der ist ganz interessant. Mal gucken, wie das weitergeht und so. Und dann von Runde zu Runde habe ich den verfolgt und fand den immer voll interessant. Und das, genau das gleiche Feeling hatte ich dieses Jahr einfach beim Incredible Alk. Habe ich gedacht, boah, so ein Maskenrapper und so, der ist voll interessant. Mal gucken, wie es so weitergeht mit dem. Bam, hab den verfolgt, Runde für Runde. Und das hat für mich irgendwo das Gleiche ausgelöst. Und die haben beide irgendwie so eine Präsenz irgendwie nach außen hingetragen. Und er sagt ja hier selber auch, yo, du bist Romantik in Wack, ne? Dieses Wack ist wieder was, worüber man sich jetzt streiten kann. Ist das Romantik in Wack? Oder ist es einfach nur so ähnlich wie Romantik? Aber nicht unbedingt Wack, weil immerhin steht er ja im Finale. Wenn er Wack wäre, wäre er ja vielleicht in der ersten Runde schon rausgeflogen. Und er hatte ja immer Gegner, hat sich aber trotzdem ein bisschen hindurchgeboxt. Trotzdem, dieser Romantikvergleich ist eigentlich nicht zählbar. Dann ist ja nur eine Erwähnung, ne? Ha! Hammer dich erwischt, du Rüpel, du. Komm mal zurück hier und stell. Prime im Finale! Ich habe es verdient, im Finale zu sein. Ja, ich bin schizophren, ich vereine alle. Überraschungseffekt. Deine Maske ist weg. Was sich dahinter verbirgt, Romantik und Wack. Schnuffi und Eliza stehen auf Kiwis. Fruchtfleisch ist ja fast wie Saarland. Inzest im Dunstkreis. Kiwi. Jo, das mit dem Kiwi ist ein Fruchtfleisch, ne? Das können wir mal zählen. Machen wir mal hier. Blenden mal keinen Counter ein, aber das zählen wir jetzt mal dazu, ne? Saarland auch. Romantik und Wack, Schnuffi und Eliza stehen auf Kiwis, Fruchtfleisch ist ja fast wie Saarland, Inzest im Dunstkreis, Kiwi-Boss, du... Weil mir ist lustig, wenn die Inzest-Line kommen, sieht man einfach Luki. Luki, was hast du da schon wieder gemacht? Was bist du da in der Inzest-Line vertreten? Bruder, was machst du denn? Dafür würde ich den erstmal verklagen, dass er dir das Inzest-Gimmick aufdrückt. Romantik und Wack, Schnuffi und Eliza stehen auf Kiwis, Fruchtfleisch ist ja fast wie Saarland, Inzest im Dunstkreis, Kiwi-Boss, du siehst wie ein Zierkürbis aus. Komm her, ich schmeiß Excellent. Dir Prügel raus, das Turnier löst dich auf wie Korregat hat. Was zu fern ist. Das wird doch das Kollega-Judge. Hier steh ich. Digga, da war Harold, Alter. Grüße gehen raus an Harold, wenn er das sieht. Ich hoffe, der sieht's nicht, weil es ist nämlich voll peinlich. Aber der Mace hat mir damals schon gesagt, wegen ihm ging seine Beziehung zu Harold kaputt. Und ich würde mich freuen,
wenn wir noch Kontakt hätten, so Herod und ich und alles, der hat mir damals tief in den Anus gefischt. Aber ich bin ja kein nachtragender Mensch. Herod immer ein richtig cooler Rapper gewesen. Hackfleisch süchtig und so weiter. Das war eine coole Zeit auf jeden Fall. Und vielleicht können wir uns ja mal an einen Tisch zusammensetzen und so ein schönes 5-0er Dosenbier trinken gemeinsam. Und die Maske fallen lassen und die Hose. Nein, auf jeden Fall. Ich raff's nicht, Alter. Das verströmt so ein Feeling, dieses Stück von der Pastor-Runde. Pico regert hat. Was zu fern ist. Das wird noch das Kollega-Judge. Jetzt steh ich im Finale mit irgendwelchen Lackaffen. Wär ich die McFly-Fan, würde ich mich abfacken. Die fragen sich, wieso was im Finale ist. Sie wird gar nicht hier. Hätten die mal ihre Parts gekickt. Den feiert halt. Die Jury, Kiwi feiert die Crowd. Ist mir scheißegal, ich schmeiß euch jetzt beide hier raus. N.I.A. mit Bandana als Steppenpferd. T.M.N. als ein Einhorn extra her. So viel Grinch und Fremdscham ist echt nicht ohne. Als wär's nicht schlimm genug, Team Lederhose. Du bist echt ein Spaß, jetzt geht's. Auch die Videoeinblendungen, das ist so genial gemacht. Das erinnert mich an die Finalrunden von James Bondage wieder mal. Der auch immer viel, wenn er gerappt hat, auch immer viele Sachen eingeblendet hat, entweder von den gegnerischen Runden oder eben von irgendwelchen Sachen, irgendwelchen Clips aus dem Internet, um den Text zu untermauern. Und auch hier, da als Steckenpferd, da als Einhorn extra her, da die Lederhosen-Gang, irgendwas, keine Ahnung. Da kommt einfach übelst das Feeling auf und der analysiert das hier einfach, der zieht das alles über den Tisch, rafft es kurz gleich auf den Tisch. Aber auf jeden Fall so genial. Am liebsten hätte ich die Runde genommen, hätte Freunde die ersten zwei Parts einfach nur komplett weggecuttet und hätte einfach nur diesen dritten Part hochgeladen, dass ich den in Dauerschleife unendliche, am besten ich mache eine 10-Minuten-Version von diesem letzten Part, lade das extra nochmal als Video hoch, damit man sich das unendlich anhören kann. Ich spule nochmal kurz zurück hier. So. Scham ist echt nicht ohne, als wär's nicht schlimm genug. Team Lederhose, du bist echt ein Spaß, jetzt geht's heftig ab. Wie soll man dich noch ernst nehmen, wenn du's nicht mal selber schaffst? Dass die Favoriten seid, hat mir den Kopf gefickt. Ihr habt zwar gute Texte, klauen könnt ihr trotzdem nicht. Alt, mein Freund, ich werd zuerst deine Füße nehmen, dich ausquetschen und mach aus die grünen Tee. Incredible Alt, du bist im Grunde nur grün und extra herb, bald im Hundekostüm. Dass Crazy on mich unterstützt, kritisierst du das echt? Jan, misch deine Tracks, sowas ist doch korrekt. Sei doch glücklich darüber und genieße den Scheiß. Er steckt wenigstens in deine Runde Liebe und Zeit. Man braucht Unterstützung, will man keine Zeit verstreichen. Im Glashaus sollte man nicht mit Steinen schmeißen. Ich bin kein Favorit oder Lieblings-MC. Ich mach das alles hier nur aus Liebe zum Spiel. Ja, ich rappe auf drei verschiedenen Beats. Denn ich zieh in den Krieg, hab den Sieg hier verdient. Bleib bei den Fakten, ihr könnt einfach nichts machen. Fick dich, Alter, da war Eggmac. Kennt ihr noch Eggmac? Schreibt's mal in die Kommentare. Und ich musste damals alle Sachen von Eggmac offline nehmen. Aber wenn Eggmac jetzt zurück ist und sich im Video präsentiert, heißt das, ich darf wieder alles online stellen von Eggmac? Wenn ja, checkt's mal aus. Eggmac, NHR Battle, Alter. Da kommen die Goldpralinen wieder hoch. Das ist so genial. Auch als er damals immer die NHR Battles bewertet hat in so einer eigenen Videoplattform. Also das war so Gold wert. Eggmac, bester Mann auf jeden Fall. Und ich verstehe es einfach nicht. Prime hier mit so einem richtig geilen Feeling und das Video und der Beat und wie der abgeht. Du spürst förmlich diesen Hass, den der hat, weil er von jedem irgendwie unten gehalten wird und unterschätzt wird, weil die Leute ihm entgegentreten und sagen, oh, du bist volles Opfer, du Spasti. Und er einfach so, fick dich, bam, und gibt einfach alles zurück in diesem letzten Part. Der teilt er einfach aus, da haut er auf die Kacke, der verströmt, unabhängig jetzt wirklich von tiefgründigen Texten, verströmt er einfach so ein Feeling, dass ihr einfach begeistert da sitzt und sagt, wow, da fällt die Kinnlade runter, Digga. Einen Schweiß, ich bin kein Favorit oder Lieblings-MC, ich mach das alles hier nur aus Liebe zum Spiel. Ja, ich rappe auf drei verschiedenen Beats, denn ich zieh in den Krieg, hab den Sieg hier verdient. Bleib bei den Fakten, ihr könnt einfach nichts machen. Ramses, gib mir den Pokal und die 300 Tacken. Wow, NHR 2019,
auf jeden Fall ist das vierte Bier jetzt leer und das fünfte geht auf. Aber, ja, meine Freundin ruft an, ne? Was ist da schon wieder los? So, komm mal, 3:30 Uhr, Bruder. Wir brechen hier mal ab, kurz. Je kälter es. So, da bin ich wieder zurück. Wir haben das also geklärt. Jetzt um 3.35 Uhr, ne? Das ging nämlich um einen Sack Kartoffeln. Das ist nämlich wichtig, dass man um 3.35 Uhr anruft wegen einem Sack Kartoffeln. Und ja, was soll ich noch sagen? Also, Runde vom Pastor auf jeden Fall. Ich habe einen Like gegeben. Pastor auf jeden Fall kann man nicht mehr aus dem NHR wegdenken. Also, ich finde ihn auch übelst korrekt, als der hier war. Wir haben auch um 3.35 Uhr in der Küche gesessen und haben philosophiert über die Welt. Mit dem kannst du wirklich reden. Das ist ein Mann mit Lebenserfahrung auf jeden Fall. Und ich finde, weiß ich nicht, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Aber ist halt, er lebt, er steckt so in der Musik drin und er lebt so sehr für das Ganze, dass er halt wirklich mit Kritik manchmal Probleme hat und dann einfach eskaliert komplett und da auch viel falsch verstanden wird und dann die Leute auch nicht nachvollziehen können, wieso er so an die Decke geht wegen irgendwas. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich jetzt mal vergleiche, also die Kiwi-Boss-Runde und die Pastor-Runde, Pastor, gut, erster Teil, er hat was gemacht gegen Kiwi Boss, zweiter Teil, er hat was gemacht gegen Incredible Hulk, dritter Teil, er hat nochmal was gemacht gegen beide. Kiwi Boss direkt mit einem Beat, der mir gar nichts gesagt hat und gar nicht gar nicht getaugt hat. Und der zweite Teil, der Part, einfach nur so, ja, war schon besser. Trotzdem alles irgendwo ein bisschen unscheinbar, während der Pastor irgendwie trotzdem mehr Final-Feeling hat aufkommen lassen. Schon allein das Intro, was Stimmung gemacht hat, auch sich ein bisschen in die Länge gezogen hat natürlich. Trotzdem Final-Feeling da war. Er sich auch richtig was überlegt hat für seine Runde eben, dass er diese drei Gimmicks antreten lässt. Den Pastor, den Promille Joe, den Primetime, dass er alle da reinholt und dann triggert im dritten Part mit Prime im Finale, Bam, und jedem eins drauf gibt, alle, die nicht an ihn geglaubt haben, und jetzt plötzlich steht er im Finale und boah, die Hater, die rasten komplett aus. Und eben der dritte Part wirklich so krass gewirkt hat. Ich will nicht mal sagen, dass der inhaltlich übelst zerrissen hat und so stark war. Er hat einfach nur so übertrieben heftig gewirkt. Und ja, im Vergleich zur Kiwi-Boss-Runde fand ich das als Gesamtpaket trotzdem irgendwo noch ansprechender und es hat mich irgendwo mehr abgeholt, würde ich mal sagen dazu. Also Kiwi-Boss war korrekt, hat noch was gemacht auf die Schnelle, super Sache auf jeden Fall. Der passte aber, hat ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen so. Hat ein paar Highlights gesetzt, was gerade Unterhaltung betrifft und so, auch mit anderen Leuten und so, keine Ahnung. Aber hat am Ende so extrem einen Eindruck hinterlassen, dass mir die Kinnlade runtergefallen ist. Und das ist, habe ich wirklich selten, so einen Effekt. Das war also wirklich stark, deswegen sehe ich hier den Pastor. Jetzt weiß ich auch, wieso der so viele Aufrufe hat und so viele Likes. Und deshalb auch irgendwo vor Kiwi Boss steht. Aber wir haben trotzdem noch einen dritten im Bunde, ne? Und das ist der Incredible Hulk, Junge. Und der hat am wenigsten, der hat 37, aber wir sind im Finale. Das heißt, ich gebe dem Incredible Hulk auch erstmal ein Däumchen. Däumchen wären Träumchen, ne? Sagt der Dings immer, ich habe den Namen vergessen, gut. Und jetzt gucken wir uns natürlich noch Sea Incredible Hulk an. Was der schon wieder gemacht hat. Wir sehen jetzt schon Gammel-Video Deluxe. Also das sieht auf jeden Fall nicht professionell aus. Aber ich feiere das Gimmick, Alter. Romantik in Wack auf jeden Fall. Wir gucken mal rein. Die Incredible Hulk. Thank you.
kann sich Prime dieses Jahr im NAR das Handtuch werfen. Denn wenn er schon keinen Sex hat, yo, dann kann er auch gleich Pastor werden. Sag mal, haben die sich abgesprochen oder wie? Da kommt doch echt der Kiwi-Boss und sagt, der Prime, als er wusste, dass Pastoren keinen Sex haben, war seine Berufswahl klar. Und er sagt, wenn er schon keinen Sex hat, dann kann er doch gleich Pastor werden. Also, das ist irgendwie ja derselbe Ansatz, ne? Haben sie hier genommen. Aber keine Kinderfickerlines, das ist wenigstens schon mal sehr vorbildlich. Aber irgendwie lustig, dass die beiden eine Line haben, die sich auf sowas bezieht. Handtuch werfen, denn wenn er schon keinen Sex hat, yo, dann kann er auch gleich Pastor werden. Ich geb ganztägig kommentarlos Gläser, meine Lieblingschristin ist und bleibt Filmer, Margot Käßmann. Jetzt stehst du also als Pastor am Mikrofon, sag, bist du dem Kinderficker oder doch die Momofo? Prime, du bist ein Widerl. Jetzt spaltet sich das schon wieder auf. Team Kinderficker oder Team Homophob, Alter? Ach. Auf jeden Fall hat Alk irgendwie so eine mysteriöse Stimmung. Der betont das irgendwie so komisch. Der betont das irgendwie so. Anstatt einfach bam, 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 wie alle anderen, kommt der andere, macht ein bisschen so. Und hat hier irgendwo so ein Video, was so vorbeizieht, wie so eine Dia-Show, irgendwas. Keine Ahnung, wie nennt man das? Habe ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir gucken einfach weiter, was er noch so macht. Na Ficker oder doch die Momofo, Prime, du bist ein widerlicher Spast. Und siehst aus wie kleines Papier, denn du bist hässlich wie DIN A8. Guck, ich klatsch dich locker weg. Junge, was hast du gegen DIN A8? Warum ist das hässlich? Aber irgendwie ist das auch wieder lustig, ne? Du bist hässlich wie DIN A8. Kennt ihr auch DIN A8? Schreibt es mal in die Kommentare, wofür nehmt ihr das? Auf jeden Fall. Du bist hässlich wie DIN A8. Guck, ich klatsch dich locker weg. Du hast Pech in der Liebe, doch dafür ein Online-Poker-Face. Lieber ein Tritt in die Fresse als ein Tritt in die CDU. Doch lieber in der CDU als ein Feature mit Luke. Als Ganz miese Line auf jeden Fall. Die CDU ist ja sowieso der letzte Dreck, wie man weiß, mittlerweile, warum auch immer. Ich glaube, da geht es um Artikel 13 oder so. Aber lieber ein Tritt in die CDU als ein Feature mit Luke und damit noch Luke gedisst und gleichzeitig Prime als Unmensch des Jahres dargestellt, weil der ja Luke gefeatured hat. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie eine Vergangenheit zusammen haben oder irgendeine Verbindung, dass Incredible Alk und Luki irgendwie sich kennen oder sonst was da ist. Auf jeden Fall richtig harter Diss und hat richtig gut gesessen. Sehr amüsant auf jeden Fall vom Incredible Alk hier. Doch lieber in der CDU als ein Feature mit Luke. Als Promille Joe wachst du ein Säufer zu verkörpern. Doch Pilsen und Budweis sind für dich nur böhmische Dörfer. Pilzen und Budweis sind für dich nur böhmische Dörfer. Damals wieder diese Leute wie beim Kiwi-Boss, der auch über den Incredible Alk irgendwie gesagt hat, nach einem Malzbier musst du schon reiern oder so. Dieses Oberflächliche, wenn ich jetzt ankomme und einfach zu dir sage, du willst Alkoholiker sein, aber du kotzt ja schon nach einem Bier, ne? Aber er macht das ja anders und sagt, na, das und das, das sind für dich doch nur böhmische Dörfer, ne? Das ist schon wieder ein bisschen, ne, wenn du da so reinguckst in den Kopf von The Rapper, dann ist das schon wieder mit ein bisschen mehr Überlegung irgendwie rübergebracht oder so, oder auch nicht. Auf jeden Fall klingt das lustig. Pilzen und Budweis. War das überhaupt so? Sind wir nicht nur böhmische Dörfer? Ja, es ist unterhaltsam, ne? Irgendwo. Für dich nur böhmische Dörfer. Das, was du für'n Vollrausch hältst, das würde ich noch nicht nennen. Ich klatt dich zum Saufen ein und du bestellst dein Lüchse-Lemon. Amen. Und dann wieder diese extreme Übertreibung. Ich meine, gut, da ist Promille Joe auf der einen Seite, ihr habt den Incredible Alk auf der anderen Seite. Ich lade dich zum Saufen ein, du bestellst ein Lübzer-Lemon. Ausgerechnet ein Lübzer-Lemon. Das ist so ein Detail, was da aufkommt. Aber das ist auf jeden Fall schon wieder so genial irgendwie auch gemacht. Ein Lübzer-Lemon, Mann. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ein Lübzer-Lemon. Habt ihr auch schon mal ein Lübzer-Lemon getrunken? Schreibt's mal in die Kommentare. Und Alki, Alk, Incredible Alk, wie der so performt im Video und rumspastet.
Sieht auch irgendwie lustig aus, auch ein bisschen unbeholfen. Da steht noch eine Bierflasche, da steht auch eine Bierflasche, da eine Gitarre, ne, also da fehlt noch ein Ramses, der gerade den Abhang hier runterkullert, ne. Das wäre noch die Krönung, aber auf jeden Fall schon irgendwie interessant rübergebracht, das Ganze. Das, was du für einen Vollrausch hältst, das würde ich doch nicht ernennen. Ich klatt dich zum Saufwein und du bestellst ein Lüxelemmen. Amen, 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 bin ich auch im Pasto jetzt? Ich hab dreimal Amen gesagt. Amen, 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 fuck, das war zu viel, jetzt bin ich wohl auch bei dir im Papst. Amen, 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 bin ich auch im Pasto jetzt? Ich hab dreimal Amen gesagt. Amen, 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 fuck, das war zu viel, jetzt bin ich wohl auch bei dir im Papst. Du hast dir unsere Runden nicht mal bis zur Hälfte angeschaut und schreibst den dritten Platz im NRR schon stolz in deinen Lebenslauf. Ist das so genial? Du hast dir die Runden nicht mal bis zur Hälfte angeschaut, aber schreibst den dritten Platz schon stolz in deinen Lebenslauf. Das ist so richtig, wer Promille-Joe kennt, wer Primetime kennt, wer den Pastor kennt. Das ist einfach so wirklich, ich lebe für Hip-Hop, ne? Und dieses, du schreibst das stolz in deinen Lebenslauf, das ist so ein Bild, was man sich wirklich vorstellen kann. Das ist einfach göttlich anzusehen und er hat das so genial rübergebracht, einfach durch die Line. Noch nicht mal bis zur Hälfte geschaut, aber du schreibst schon stolz in deinen Lebenslauf. Finde ich genial, super. Hälfte angeschaut und schreibst den dritten Platz im NRR schon stolz in deinen Lebenslauf. Ich klatsch im Battle-Rapper, jeder Altersklasse. Junge, du hast schon gerappt, da waren Reptilien noch die Alpha-Rasse. Frauen deines Alters heißen Irmgard oder Edeltraut. Ike steppt auf die Stage in deinem lockeren Kniehebelauf. Da kommen natürlich ein paar Lines über das Alter, ne? Vor allem dieses mit dem Kniehebelauf, weil er ist ja fit, ne? Der ist ja nicht wie der Pastor, der ist ja nicht so alt. Und die Frauen in seinem Alter heißen ja nicht hier Irmhild oder Edeltraut, ne? Während der Alki, der steppt auf die Bühne mit einem Kniehebelauf, ne? Hattet ihr auch immer Kniehebelauf in der Schule? Schreibt's mal in die Kommentare. Der ist fit. Fett bin ich, ne? Aber der ist fit. Und deswegen, vor allem turnt er da irgendwo rum auf dem Einkaufswagen. Was ist das? Ist das nett oder was? Hä? Was machst du da? Geh mal da weg. Guck mal hier, was ist denn das hier? Ein Loch in der Hose, ne? Nee, das ist einfach, da guckt was durch. Kommst du auf die Stage ohne deinen deines Alters heißen Irmgard oder Edeltraut. Ike steppt auf die Stage mit einem lockeren Kniehebelauf. Wie kommst du auf die Stage ohne deinen Treppenlift? Deine Kinder sind schon in der Zielgruppe vom Enkeltrick, Rittner. Wie kommst du auf die Stage ohne deinen Treppenlift? Deine Enkel sind schon in der Zielgruppe. Nee, was, irgendwas. Auf jeden Fall sind die schon so alt. Wegen dem Enkeltrick. Deine Kinder sind schon in der Zielgruppe vom Enkeltrick. Deine Kinder sind schon in der Zielgruppe vom Enkeltrick. Könnt ihr auch den Enkeltrick? Schreibt's mal in die Ach, leck mich doch am Arsch. Nein, aber der Alk, ich weiß nicht, der hat einfach immer so einen bestimmten Humor. Den muss man einfach mögen, ne? Riso heißt die Cypher und du steppst nach vorne ans Mike und erzählst deine Wie-Vergleiche aus der Vorkriegszeit. Du bist Rapper Mittwoch Reihe 1 und fühlst den Scheiß. Einer bringt einen ausgelutschten Wie-Vergleich und dir entrutscht ein lautes Nice so bett. Genau wie das mit dem Nice. Ein ausgelutschten Wie-Vergleich und dir entrutscht ein lautes Nice. Das ist was wirklich, was man sich dann wirklich so vorstellen kann, wie er dann so dasteht, einfach so, nice, oh, das war richtig fett, Alter. Obwohl es total ausgelutscht war, wie er sagt, aber einfach nur so, nice, und ein Däumchen drauf, so richtig fett, Alter. Richtig dick, richtig fett, Alter. Ich und dir entrutscht dein lautes Nice, ob als Prime Promille passt oder dein Momentum ist lang her. Du machst NRR als Promo für dein nächstes NRR. Du machst NRR als Promo für dein nächstes NRR. Das ist, da haben sich auch die Geister dran gescheitert, ne? Was haben die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist ja immer so. Das ist der Promille-Joe, ne?
der teilt auch viel, was ja auch richtig gut ist und so, was ja schön ist und was erstrebenswert ist, aber so richtig, du nimmst das als Promo für dein nächstes NRR, ja, also ich finde das genial. Der zieht ihn hier einfach richtig durch den Kakao, muss man schon sagen. Der Incredible Alk. Und das wirklich nicht so wie Kiwi Boss gesagt hat, einfach, dass er so einen Aggressionstherapeuten braucht, sondern in so einer richtig lockeren, gemütlichen Art und Weise. Und das ist ja das Faszinierende dabei. Der ist einfach so chillig unterwegs. Guck mal, der hat voll die roten Augen, Alter. Alk, ich bin ein witziger Dude. Niemals gesigned zu werden ist und bleibt dein Signature Move. Amen, 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 bin ich auch im Pastor jetzt. Ich hab dreimal Amen gesagt. Amen, 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 fuck, das war zu viel. Jetzt bin ich wohl aus Versehen Papst. Amen, 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 bin ich auch ein Pastor jetzt. Ich hab dreimal Amen gesagt. Amen, 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 fuck, das war zu viel. Jetzt bin ich wohl aus Versehen Papst. Oh, ich hoffe, dich das Primetime auch nur ein ausgedachtes Image ist, denn sonst wärst du menschlich leider ziemlich widerlich. Nochmal böse Line zum Schluss natürlich. Primetime. Ausgedachtes Image, sonst wärst du menschlich ziemlich widerlich. Primetime ist in dem Sinne ja eigentlich ja trotzdem mein ausgedachtes Image, weil der Primetime ist ja nur die Rap-Figur, ne? Deswegen. Aber was der manchmal so vom Stapel lässt, da scheiden sich die Geister. Trotzdem, richtig cooler erster Part. Beat hat mir auf jeden Fall gefallen. Klang richtig cool, war sehr chillig auf jeden Fall, war gut rübergebracht, sehr chillige Art und Weise, wie er das gemacht hat und ja, inhaltlich war auch was da. Viele lustige Lines, viele treffende Lines und ich bin natürlich gespannt auf mehr, aber zu mehr kommen wir gleich. Aber ich glaube, ich muss erstmal pissen, Alter. Das Bier drückt nämlich. So, da bin ich zurück und da geht's natürlich sofort weiter mit dem zweiten Teil von der Incredible Alk Runde. Kiwi, deine finale Niederlage hatte sich schon abgezeichnet, weil du ganz offensichtlich. Jetzt muss ich aber noch mal Pause machen, weil das nächste Bier ist leer. Ich zähle gerade 5. Aber ich habe ja noch ein 6. Ne? Eigentlich sind es ja 3 Runden und ich wollte 3 Bier trinken. Oh, der Tisch gibt nach. 3 Runden und 3 Bier. Jetzt habe ich halt 3 Runden und 6 Bier. Also in jeder Runde 2 Bier. Kann man auch mal machen. Und was wir jetzt schon wissen: Der Beatwechsel ist da. Und es gibt ein kleines Rewind. Die ganzen letzten Runden vom Incredible Alk werden zurückgespult und er tut die Runden, die er so gegen die anderen gemacht hat, dann als Thema für den Kiwi-Boss aufgreifen und das nochmal mit seinen Videokonzepten, die er immer hatte die ganze Zeit, gegen den Kiwi-Boss verwenden und auf ihn anwenden. Also, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich gerade gesagt habe, aber checkt's einfach mal aus, ihr werdet bestimmt wissen, was ich meine. Kiwi, deine finale Niederlage hatte sich schon abgezeichnet, weil du ganz offensichtlich rappst wie jeder Zweite. Oh, du des Potters, Alter, doch der Unterschied ist marginal. Junge, du siehst aus, als ginge Potters bei zu deinem Abiball, Alk. Das ist auch eine Sache, die ziemlich oft natürlich zum Thema kam. Potters, weil der Potters einfach so jung ist und so unschuldig aussah und als würde man bald zu seinem Abiball kommen, keine Ahnung, irgendwas. Potters, einfach das kleine Küken im NRR-Battle. Und jetzt der Kiwi-Boss, den wir ja vorhin gesehen haben, ohne Bandana, also diese Lauchzwiebel. Und der Incredible Alk kommt daher und sagt, der ist so jung, der es sieht sogar aus, als würde er beim Potters auf den Abschlussball kommen oder irgendwas, ne? Also das ist nochmal so eine richtig schöne Übertreibung
Auf jeden Fall. Boah, muss man, kann man auf jeden Fall stehen lassen. Muss man gucken, dass ich hier noch das Ding finde zum Play machen, ne? Der Unterschied ist marginal, Junge, du siehst aus, als ginge Potters bei zu deinem Abi-Ball, Alk. Ich trinke grundsätzlich auch wochentags und schick dich zurück in das Loch, aus dem du gekrochen kamst. Gute Hooks von dir, das wäre ein Novum. Bislang waren die wie knappes Abseits, erkennt man erst in der Wiederholung. So hat sich das Feiern deiner Hooks oft schnell erledigt. Denn die Hook zählt erst, wenn der Kölner Keller sie bestätigt. Wie kann es sein, dass du nur wecke Scheiße kriegst, denn du bist Strecke. Dann natürlich eine Line gegen die Hooks vom Kiwi-Boss, die man gar nicht erkannt hat, die man erst erkennt in der Wiederholung. Viele werfen dem Kiwi-Boss ja auch vor, dass er einfach so extrem monoton oder langweilig rappt. Und dieses langweilige Monotone führt natürlich dazu, dass vielleicht manche den Unterschied zwischen dem Part und der Hook gar nicht erkennen, obwohl mir jetzt gar nicht bewusst wäre, dass Kiwi-Boss überhaupt mal einen Hook gerappt hat. Weil eigentlich hat er immer den Knurzwarz dabei gehabt, der die Gasthooks übernommen hat. Bis zur letzten Runde, wo der Slim Dub die Gasthook übernommen hat. Der Homie vom Incredible Alk. Also, ne. Aber davon abgesehen, wäre das natürlich so, dass man den Unterschied wahrscheinlich gar nicht erkennen würde. Erst in der Wiederholung. Dass man dann sagt, ach so, das ist die Hook. Also, kann man vielleicht mal gelten lassen, ne? Weise Onbieter verstreckenweise nicht. Sein, dass du nur wecke Scheiße kriegst, denn du bist streckenweise Onbieter verstreckenweise nicht. Gegen deins wirkt sogar Pastor Sound wird besser. Shazam, ich deine Runde, sag Shazam, nur halt die Fresse. Das einzige, was langweiliger ist als Kiwis Flow, das sind minutenlange Intros von diesem Crazy O durch meine. Jetzt habt ihr natürlich sehr schön gesehen im Video. Und damals hat der Incredible Alk natürlich diese Pizza gemacht. Gegen Dings. Ich weiß den Namen nicht mehr. Gegen Marvin Castello. Hat er auf jeden Fall die Pizza gemacht. Und jetzt anstatt die Pizza zu machen im Rewind mit dem gleichen Videokonzept, hat er einfach diese Kiwi zubereitet, indem er sie mit dem Hammer zertrümmert hat. Digga, da steht Pfefferminzlikör, oder? Guck dir das doch mal an. Und Bier. Auf jeden Fall. Gleich noch einen Diss gegen Crazy O. Und die minutenlangen Intros beim letzten Mal, wo hier meine Fahrstuhlmusik geklaut wurde. Und beim diesem Mal, wo auch dieses Undertaker-Dings dabei ist, das ist ja auch wieder 1,5 Minuten lang. Und er nimmt das jetzt schon auf die Schippe. Er konnte das ja nicht wissen. Aber er hat schon mal vorausgekondert und das ist natürlich, was ist noch langweiliger, ne? Nur die minutenlangen Intros von Crazy O, also eigentlich auch richtig genial gemacht, auf jeden Fall. Was langweiliger ist als Kiwis Flow, das sind minutenlange Intros von diesem Crazy O. Durch meine Suffexesse sind meine Reflexe stark beschädigt, es bleibt der am Knie und wenn deine Mucke spielt, dann geh ich. Ramses, was hast du uns denn dahingestellt? Nimm mal zwei andere, sonst wird das hier nichts mit Triple Fred. Ein Gimmick, das dich für Killer hält und nebendran steht auch noch dieser Primetime, Digga. Fett, ob nun Primetime oder extra her, wer behindert wer, das lässt sich nicht erklären. Wissenschaftlich Fakt. Ihr tragt Kostüm und ihr versucht zu trollen. Im Herzen seid ihr beide der gleiche Scheiß-Hurensohn. Bislang dachte ich, wär der Besoffenste beim Texten. Aber diesen Kiwi-Boss, den sollte man nicht unterschätzen. Der spittet fruchtbar auf fruchtbar. Geile Line, das war der heiße Scheiße. Diesen Videoeffekt kennt man natürlich auch, wo er sich immer in verschiedenen Greenscreens rumgebeamt hat. Und sehr schön auch anzusehen, natürlich die Hook von Neko. Neko damals ja auch dabei, auch ein richtig großes Licht. Hat ja auch für Furore gesorgt. Also wenn man dachte, die Hook von Slim Dub ist schon cool, ne? Da muss man auch mal sehen, das ist ein Neko. Und ein Neko, ich denke mal, der hat damals das Ding eh gerissen. Der hätte das Turnier sicherlich gewonnen. Damals gab es ja aber noch das VBT. Und der ist dann also ausgetreten, weil er beim VBT dann seine Zeit und Energie reingepfropft hat. Und deswegen war der leider nicht mehr beim NHR dabei. Hat aber im NHR immer solide Runden abgeliefert. Ist jetzt hier im Finale in der Gasthook dabei. Und das ist richtig cool, ne?
Props dafür, dass so einen korrekten Dude angeleint zu haben. Höhenwänden, es bittet fruchtbar auf fruchtbar. Geile Line, das war der heiße Scheiß auf Höhenwänden in der Eisenzeit. Gott sei Dank trennt unsere Texte ja nur sprachlich wenig. Oh, denn meine Lines sind fast nie dumm und deine Lines sind selten dämlich. Fast nie dumm und selten dämlich. Denk mal drüber nach. Ja, nur sprachlich wenig, oh, denn meine Lines sind fast nie dumm und deine Lines sind selten dämlich. Eines hat mich letztens bei Bares vor Rares hart gewundert. Warum schätzt Rizzi Bazabe deine Lines auf 1800? Wack MCs am Mike und der Alk im Garten Eden. Deine Lines vercheckt selbst der Nuna Nano unter Ladentheke. Das sind doch Sprüche von der Vox, Tele, Text, Blütze, Seite. Ich trenne die Spreu vom Weizen, doch niemand trennt mich vom Weizen. Du bist ein einfallsloser Demlack. Frag ich dich, was ist Rap für dich? Zitierst du Wikipedia? Dann geh ich. Aber ich bin jetzt wieder hingeklickt. Frage ich, was ist Rap für dich? Zitierst du Wikipedia? An sich auch eine gute Line, auf jeden Fall. Ich weiß trotzdem nicht, wo wir gerade sind, deswegen. So Fexesse sind meine Reflexe stark beschädigt. Es bleibt der am Knie und wenn deine Mucke spielt, dann geh ich. Ramse! Sich nicht erklären, wissen die dumm und deine Lines sind selten dämlich. Eines hat mich lässt. Ach, ich bin zurückgekommen. Seht mal an hier. Mit bei Bares vor Rares selbst der Nuna. Wikipedia. Schon simpelste Metaphern sind von dir zu viel verlangt. Und so stehst du im Glashaus und baust da deine Tomaten an. Ramse, was hast du uns denn dahingestellt? Nimm mal zwei andere, sonst wird das hier nichts mit Triple Threat. Ein Gimmick, das sich für Killer hält. Und nebendran steht auch noch dieser Typ namens Extra Herr. Ob nun Primetime oder Extra Herr. Wer behindert Herr, das lässt sich nicht erklären. Wissenschaftlich Fakt. Ihr tragt Kostüm und ihr versucht zu trollen. Heißt, im Herzen seid ihr beide der gleiche Scheiß-Hurensohn. Alk, ich gewinn durch Kniff in der Grammatik. Denn bei mir klatschen Leute aktiv, euch im Klatschen nur im Passiv. Die Konkurrenz im. Das ist schon wieder so eine typische Incredible Alkline. Bei mir klatschen Leute aktiv, ne? Ihr wisst, ihr sitzt also da und macht. Ihr wisst, ihr klatscht aktiv, ne? Und bei denen gibt's Klatsche nur passiv. Passivklatsche ist, wenn ihr nicht selber klatscht, sondern wenn ihr geklatscht werdet. Also ihr kriegt auf die Fresse. Und das muss man erstmal, ne? Also der Incredible Alk, der ist immer so ein bisschen, muss aber was im Kopf haben. Dass du das überhaupt checkst, was er überhaupt meint. Also, aber es ist irgendwie immer gut verpackt, sage ich mal. Denn bei mir klatschen Leute aktiv, euch im Klatschen nur im Passiv. Die Konkurrenz im NRR stand nicht gerade für Vielfalt. Jede Runde traf ich hier auf Flaschen als Werk beim Bierball. Das Ding geht nach Berlin und das schon ziemlich abgeklärt, denn meine Gegner schlecht. So wie Flasche leer, Edward hochprozentig gesoffen und nebenbei gebettet. NRR ist für mich heute Zeit, das Preisgeld bald den Deckel. Hier gibt's günstige Kredite. Nein, denn Smava hat die günstige. So, ne, den machen wir jetzt nicht weg, weil sonst kommt was anderes. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle drei Runden gehört. Wir müssen jetzt natürlich noch ein Ergebnis bekannt geben und sagen. Ich habe jetzt gleich 6 Bier getrunken. In. Keine Ahnung, wie lange das Video überhaupt geht. Auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, ich habe mir natürlich auch die anderen Finalbewertungen angeschaut. Crazy O hat gesagt, bei dem ganzen Hin und Her, Punchlines hat er Punkte vergeben und hat die volle Punktzahl an Punchlines an den Incredible Alk gegeben. Weil er gesagt hat, der hat einfach die krassesten Punchlines gehabt. Der hat also am meisten Inhalt gehabt. Der hat da wirklich auf die Kacke gehauen und sonst was, ne? Bam. Sprich, Incredible Alk, also inhaltlich am meisten vorne. Dann kam Luki. Luki, der hat auch gesagt, wenn man jetzt mal das so betrachtet, ne? Dann hat der Incredible Alk hier ein Punchline-Massaker abgeliefert. Da folgte wirklich Punch auf Punch auf Punch. Da gab es keine Pause. Der hat wirklich so gesessen. Inhaltlich hat er die Nase vorne gehabt.
bam. Das für mich, in dem Moment wäre das schon 2-0. Also 2-0 für den Incredible Hulk. Dann kam Romantik. Der hat seinen Punkt gegeben, ne, an Incredible Hulk. Und hat hier eine halbe Stunde geredet. Weiß ich jetzt nicht mehr, was er alles gesagt hat. Bei Mace, glaube ich, weiß ich, denke ich, hoffe ich. Der hat seinen Punkt, glaube ich, auch an den Incredible Hulk gegeben. Das wäre für mich schon 4-0. Jetzt hat natürlich Marius und Luki, die haben nicht ihre Punkte an den Incredible Hulk gegeben. Die haben ihre Punkte an den Passwort gegeben. Haben aber beide in ihren Bewertungen jeweils immer gesagt, dass inhaltlich der Incredible Hulk allen die Show gestohlen hat und am meisten präsent war und am meisten zu bieten hatte. Jetzt ist es, jeder bewertet natürlich unterschiedlich, jeder hat eine andere Ansichtsweise. Die anderen haben ein bisschen so Video mit einfließen lassen, haben ein bisschen so Technik mit einfließen lassen, Flow mit einfließen lassen, Soundbild, irgendwas. Obwohl beim Soundbild, dann konnte man eigentlich auch nicht meckern beim Incredible Hulk, weil der Romantiker das ja alles abgemischt. Und das hat schon wirklich sehr präsent geklungen. Ging richtig gut ins Ohr. Dagegen war, also ungelogen, wenn ich jetzt die drei Runden nebeneinander laufen lassen habe, Kiwi Boss war hier, Incredible Hulk war hier und der Pastor war hier. Den hättest du theoretisch lauter stellen müssen, dass er auch hier hochkommt. Der ist ein bisschen so leiser gewesen oder unscheinbarer als die anderen zwei. Auf jeden Fall, im gesamten Dings muss ich sagen, Kiwi Boss, der hat gute Runden gemacht. Er hat nachgelassen. Er hat wieder ein bisschen zugelegt. Aber er hat nicht so ganz überzeugt. Der Pastor, der hat was gemacht, was okay ist. Dann hat er was gemacht, was immer noch okay ist. Dann hat er was total Komisches gemacht. Dann hat er was gemacht, was richtig genial ist. Mit dem hätte er jedes Battle gewonnen, Alter. Ich könnte ausrasten auf jeden Fall. Da hat er mich so überzeugt. Dann hat er was gemacht, womit ich überhaupt nichts anfangen konnte. Wo ich mir dachte, was ist das? Und dann im Finale kommt er an und macht so, ja, ist okay. Hä? Wo war der Front, Alter? Digga, was geht ab? Und dann, oh mein Gott, jetzt reißt er aber ab. Aber das war halt nicht rund, ne? Da hat mir das Runde gefehlt einfach. Und der Incredible Hulk, der hat was gemacht. Andere würden jetzt sagen, das war nicht finalwürdig. Aber das war so eine typische Incredible Hulk-Runde. Aber muss das denn was Negatives sein? Ich meine, Incredible Hulk, der kam rein, der hat sein Ding gemacht, hat gewonnen, hat sein Ding gemacht, hat gewonnen, hat sein Ding gemacht, hat gewonnen. Selbst im Finale jetzt, er macht sein Ding und hat gewonnen, meiner Meinung nach, weil er hat einen Part gemacht, der war absolut okay, ich habe nichts auszusetzen. Er hat einen zweiten Teil gemacht in seiner Runde, der absolut okay war, wo ich nichts auszusetzen habe. Ich kann nichts kritisieren an der Incredible Hulk-Runde. Die war kurz und knackig, in dem Sinne, ein Part gegen den einen. Ein Part gegen den anderen, also einen Teil gegen einen Teil für den einen, ein Teil für den anderen, sonst was. Das war nicht extrem in die Länge gezogen. Da gab es keine 10 Stunden Intros, da gab es keine 2 Millionen Beatwechsel, sonst was. Incredible Hulk hat sich einfach auf das konzentriert, um was es geht. Er hat den einen gedisst und dann hat er den anderen gedisst. Fertig. Er hat zwei Beats genommen, die wirklich gut klingen, die ich mir gut geben konnte, auf denen er auch selber gut klar kam, wo man ihn jetzt gut verfolgen konnte. Er hat inhaltlich wirklich was geboten. Auf beiden Beats hat er überzeugt. Er hat Unterhaltung geboten auf jeden Fall auch. Nicht nur durch seine Punchlines, auch so von der ganzen Art und Weise. Ich kann einfach beim besten Willen, ich kann nichts kritisieren beim Incredible Hulk. Während es jetzt beim Pastor zum Beispiel
so eine Berg- und Talfahrt war, wo ihr jetzt so ein bisschen, ja, okay, was war das? Ja, vielleicht wieder hier. Und es war viel zu sehr abwechslungsreich, das Ganze. Es wäre schöner gewesen, wenn beim Pastor einfach wirklich dieser dritte Part der Beat gewesen wäre, auf dem er reinkommt, auf dem er startet, wo er den einen zerfickt, wo er den anderen zerfickt und dann nochmal seinen Standpunkt klar macht zum Schluss. Bam! Das wäre ein Tritt in die Fresse gewesen, der wirklich gesessen hätte. Hat er aber leider nicht gemacht. Jetzt muss ich schon wieder aufs Klo. Ich halte es nämlich nicht mehr aus. Ich sterbe gleich. Der Rams ist wieder da, von der Toilette. Wir kommen nochmal zurück kurz auf die Bewertungen. Ich habe eben schon im Prinzip durchsickern lassen, wohin meine Bewertung geht, wohin mein Punkt geht. Also ich werde meinen Punkt wahrscheinlich trotzdem an The Incredible Alk geben, da der einfach ein rundes Produkt abgeliefert hat. Er hat zwei Beats genommen, die mir beide gut taugen. Er hat gegen den einen was gebracht. Er hat gegen den anderen was gebracht. Man konnte sich beides gut geben. Er hat einen guten Inhalt gehabt. Er hatte Gegnerbezug. Er hatte Punches. Es war unterhaltend. Ich habe bei ihm im Prinzip nichts auszusetzen gehabt, wo es trotzdem bei anderen ein bisschen hin und her ging. Berg- und Talfahrt, sage ich mal, das war mir einfach zu extrem, zu abwechslungsreich oder die Unterschiede zu groß. Und wir hatten das Ganze ja schon mal. Jetzt kommt wieder dieser Romantikvergleich, sage ich mal, vom Pastor, der ja auch gesagt hat, ja, du bist Romantik in Wack. Aber die schon mal bei Romantik war es ja genauso. Romantik hat eine Qualifikation gemacht. Ich fand den interessant, so als Maskenrapper. Und der hat einfach sein Ding gemacht, von Runde zu Runde zu Runde. Was dieses Jahr eben auch so war beim Incredible Alk. Ich finde, es war keine Runde vom Incredible Alk dabei, wo ich gesagt habe, die finde ich nicht so gut. Ich fand eigentlich jede Runde vom Incredible Alk gut, mindestens gut, manchmal auch super gut. Was ich beim Kiwi-Boss nicht sagen kann, was ich auch beim Pastor nicht sagen kann, bei beiden waren immer Runden dabei, die ich nicht so gut fand. Beim Incredible Alk gab es im Prinzip nur Runden, die ich gefeiert habe. Der hat seinen Weg bis zum Finale einfach durchgeboxt. Hat immer die gleichbleibende Leistung gehabt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, seine Runde war jetzt nicht finalwürdig. Er hat jetzt keinen draufgesetzt. Aber obwohl er keinen draufgesetzt hat, ist er trotzdem seiner Linie treu geblieben. Und das ist eine Linie, mit der er bisher immer Erfolg hatte, in der er sich stark präsentiert hat. Und wo man jetzt nichts draufsetzen muss, wenn man trotzdem weiterhin stark und präsent bleibt, während andere, die vielleicht stark waren, nachgelassen haben oder ja, es halt einfach nicht so überzeugend rübergebracht haben, zu wechselhaft waren. Die Incredible Alk ist seiner Linie treu geblieben, ist immer noch stark gewesen und damals war es auch so beim Finale zwischen Psycho, Johnny Joker und Romantik hat Johnny Joker zum Beispiel auch eine richtig übertriebene Runde gemacht. Der hat 4-5 Teile in die Runde eingebaut. Die Runde ging ewig lang. Er hat dann einen Wrestling-Part gebracht. Er hat da einen Part gebracht, da noch einen Part hin und her. Der hat so oft den Beat gewechselt. Der hat wirklich auf Masse gesetzt. Aber es war im Endeffekt kein rundes Produkt, weil in vielen seiner einzelnen Abschnitte ist einfach zu wenig gewesen, während Romantik damals einfach einen Beat genommen hat, hat Psycho zerpflückt, hat den Beat gewechselt und hat dann Johnny Joker zerpflückt. Er hat die kürzeste Runde gehabt. Er war kürzer als Johnny Joker, er war kürzer als Psycho.
aber er hat ein rundes Produkt abgegeben. Er hat einfach eine Runde gegen den einen gemacht, gewechselt und den anderen aufs Korn genommen. Fertig. Mehr hat er nicht gemacht und damit hat er Erfolg gehabt. Er hat sich auf das Wesentliche konzentriert, und zwar auf die Punches, auf die Aussagen, auf das Feeling. Und das gleiche Feeling habe ich jetzt auch bei The Incredible Hulk. Denn er hat einen Beat genommen, hat den einen zerpflückt, hat den Beat gewechselt und hat den anderen zerpflückt. So wie es damals Romantik auch gemacht hat. Nicht so wie der Pastor, der einfach eine ewig lange Runde macht, der da ein Intro reinarbeitet, den ersten Part reinarbeitet, den zweiten Part reinarbeitet, den dritten Part reinarbeitet, in jedem Part unterschiedliche Styles auffährt, unterschiedliche Sachen rüberbringt und rüberbringen möchte, aber mit keinem Teil jetzt so wirklich überzeugt. Der erste Teil hat mir nicht so gefallen, hatte aber Inhalt, wie gesagt. Der zweite Teil hat mir besser gefallen, hatte aber weniger Inhalt. Der dritte Teil, den fand ich einfach richtig krass, mega genial. Das hat auch absolutes Final-Feeling gehabt. Aber im Ganzen gesehen, die Runde ist ja immer als Ganzes zu bewerten, war es einfach zu wechselhaft, während ein Incredible Hulk einfach zwei Teile gemacht hat, die beide überzeugt haben, die beide stark waren, die beide wirklich, die man nicht außer Acht lassen kann. Deswegen, ich werde jetzt noch mein Bier leer sippen. 5 Dosen stehen schon da. Das wird dann die 6. sein. Die ist auch leer. Ich will das aber zeigen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. 6 Dosen, 5-0 haben mir gereicht, um schlüssig zu beweisen, wer hier den Punkt bekommen hat, ne? Und das ist meiner Meinung nach die Incredible Hulk. Und ich hoffe, wenn er das sieht, er lädt mich mal ein auf eine Runde Pfeffi, Alter. Denn das ist er mir jetzt schuldig, jetzt wo ich mein ganzes Leben aufs Spiel gesetzt habe, denn ich kenne Prime. Der wird mich jetzt jagen. Ich kann keine Nacht mehr ruhig schlafen, weil ich immer damit rechnen muss, dass Prime vor der Tür steht und mich misshandelt. Aber Prime, es hat niemand gesagt, dass du verkackt hast, dass du ein schlechter Rapper bist, sonst was. Du hast dir Mühe gegeben. Es ist richtig genial, dass du bis ins Finale gekommen bist. Ich schätze dich als Menschen sehr an. Ich schätze dich als Compadre sehr an. Ich würde mich auch immer noch freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder sehen könnten. Vielleicht kommst du ja trotzdem mal mit Crazy O vorbei. Wir setzen uns mal wieder zusammen, trinken ein Bierchen und philosophieren über die Welt und über alles. Aber mein Punkt geht trotzdem an die Incredible Hulk. Und ja, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ah, die gucken alle. Die tun nicht alle hinten reinschneiden. Jetzt guck doch mal. Mach mal was. Au! Nicht beißen! Junge! Sei lieb! Was? Wer bin ich? Wo bin ich?